Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur siebten Runde des Scheunen Talks, der ersten originären Gesprächsrunde Brandenburgs. Freuen Sie sich auch heute wieder auf spannende Gäste und bitte begrüßen Sie Ihren Moderator Jens-Uwe Hoffmann. Danke. Am Klavier, meine Damen und Herren, der Solorepetitor des Staatstheaters Christian Georgi. Der Mann ist ganz wichtig, auch für unsere Zeitplanung. Das merken Sie später noch. Ja, ich freue mich natürlich riesig. Ich bin heute total aufgeregt, obwohl wir die siebte Ausgabe haben. Ich darf Sie also schon zur siebten Ausgabe unseres Scheunen Talks begrüßen. Wir haben auch den Jahrestag inzwischen hinter uns. Ja, wir haben es 20:03 Uhr, aber wir machen es immer ein bisschen spannend und die Technik muss ja auch wahrgenommen werden. Ja, wir sind hier wirklich live und in Farbe, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt schon viele Bekannte hier gesehen. Jetzt sehe ich sie etwas schlechter durch die Scheinwerfer. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind. Und das heißt bei uns immer, die Scheune ist voll. Wollen wir es nochmal probieren? Die Scheune ist voll. So, gut. Das ist das Wichtigste und das zeigt uns auch, dass wir nicht so ganz falsch sind oder die richtigen Gäste hier haben. Ich habe das mit Live und in Farbe mal deswegen gesagt, weil es in unseren staatlichen Fernsehsendern ja Damen gibt, die behaupten, sie sind live in Farbe, die sind aber nur in Farbe. Ja, gut, das verstehe ich auch. Die müssen rechtzeitig zur nächsten Nachrichtensendung fertig sein. Aber man sollte es dann nicht sagen. Ja, Sie sorgen dafür, dass wir, indem Sie alle kommen, indem wir 50 zusätzliche Plätze schaffen mussten, heute die größte Talkshow in Deutschland sind. Nach der Anzahl der Saalgäste. Also, vielen Dank. Ja, und wir haben auch wieder bekannte und prominente Gäste im Saal. Die Reihenfolge ist jetzt keine Rangfolge. Ich freue mich, dass Frau Jordan hier ist. Ich habe sie vorhin noch gesehen, Frau Jordan. Jetzt. Der RBB ist da, Frau Jordan. Das freut uns ganz besonders. Herzlich willkommen. Die Lauser Rundschau ist ja durch mehrere Protagonisten vertreten, aber immerhin der Chefreporter Christian Taubert, meine Damen und Herren. Da hinten sitzt er, Chefreporter. Natürlich ist auch der Märkische Bote da. Also mehr Zeitung, hatte ich vorhin schon gesagt, geht eigentlich nicht. Und das freut uns ganz besonders. Und es freut uns auch ganz besonders, dass wir einen neuen Werbepartner begrüßen können. Mercedes-Benz Autohaus Cottbus Herretzkowski. Vielen Dank. Ja, die obligatorischen Hinweise, meine Damen und Herren. Einige kennen das schon. Es ist ein funktionierendes Handy, keine Attrappe. Ja, bitte alle Handys ausmachen, sieht so aus. Weg ist es und das stört dann unsere Funkverbindung nicht mehr. Die sind ziemlich sensibel. Ja, keine Fotos oder Videos machen, das hat juristische Gründe. Applaus, meine Damen und Herren, das ist eine ganz wichtige Sache. Sie sind ja schon richtig gut gewesen. Applaudieren Sie, helfen Sie meinen Talkgästen und applaudieren Sie freiwillig, so wie Sie es möchten, an der richtigen Stelle und nicht wie bei Welke. Der sitzt unten, wenn man den Applaus sieht vom Publikum, die gucken alle hoch, weil da oben steht Applaus, Applaus, Applaus. Ne? Den Quatsch machen wir nicht. Also unterstützen Sie sie aus freien Stücken. Ja, Ablauf, meine Damen und Herren. Wir haben eine Pause seit einem halben Jahr eingeführt. Das heißt, nach dem ersten Teil 10 Minuten Pause. Sie können sich was zu trinken holen, also innerlich oder äußerlich erfrischen. Und was ganz wichtig ist, unsere Talkshow-Gäste stehen Ihnen in der Pause oder auch nach unserer Veranstaltung für persönliche Fragen gerne zur Verfügung. Ja, und da bin ich schon bei meinen Gästen. Wir haben heute wirklich heiße Gäste. Und ich beginne mit einem, den ich mal als die Legende der Wiedervereinigung genannt habe, der den Einigungsvertrag und die Wende mitgeprägt hat, sich selbst aber als Taugenichts bezeichnet, Dr. Peter Michael Diestel.
hinsetzen kann. Ein Jahr habe ich gekämpft. Warum? Dass du endlich kommst. Honorar war so scheiße. Ja, und dann freue ich mich, meine Damen und Herren, wir sind ja schon kritisiert worden. Ich weiß nicht, ob einige dabei sind, die es getan haben. Sie haben es zu Recht getan. Wir hatten zweimal keine Dame, keine Frau in der Talkshow. Das hat aber was mit Fußball zu tun. Wir freuen uns, dass wir wieder eine Frau hier haben, eine junge Frau. Ich habe sie mal als Triathlon-Prinzessin von Cottbus bezeichnet, aber so ganz nebenbei ist sie auch noch die schnellste Streifenpolizistin. Sarah Häslich. Hier bitte. Ja, alles ganz bekannte Namen. Wir haben heute sehr viel Kunst, sehr viel Kultur hier. Und da stehen die beiden, ich habe das mal Rechen im Doppelpack genannt. Aber zuerst begrüßen wir den Papa, ein Cottbuser Künstler-Urgestein, auch ein bisschen Italiener, da kommen wir drauf zu sprechen. Für viele der Cottbuser Maler, ein wahrer Meister seines Fachs, Günter Rechen. Günter. Ja, und jetzt warte ich auf die Technik. Ja, das ist ein ganz besonderer Moment und deswegen jetzt Englisch. And now, Carrie from Hollywood to his roots. The Oscar goes to Cottbus, Oscar-Preisträger aus Rechen. Ja, der Beifall sagte schon alles. Meine Damen und Herren, bevor wir zu Urs Rechen kommen und auch mit ihm beginnen, weil wir müssen mit ihm beginnen, Urs, ich habe es geahnt, aber es ist uns so lieber. Und bevor wir auch den Trailer zu dem Film sehen, um den es geht, meine Damen und Herren, es ist jetzt wirklich wie bei Thomas Gottschalk und bei Wetten, dass, wenn da Richard Gere oder George Clooney da waren. Ich sage es Ihnen vorher, Urs muss tatsächlich, wenn er dann hier seine Pflicht quasi erfüllt hat, uns verlassen. Er muss nach Berlin zum ungarischen Botschafter. Wir freuen uns, dass du ganz doll deine Heimat verteidigt hast, Urs. Man wollte dich ja abziehen, wie wir das befürchtet haben nach dem Oscar. Vielen Dank nochmal. Ja, jetzt müsste der Film kommen. Da ist er schon. Was ist der Anlass Ihres Besuches, wenn ich fragen darf? Butzen. 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 Oi, 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 Butzen! Mazel Tov. Raus hier! Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Trailer aus dem Film Son of Saul. Und da gestern Premiere war, lieber Urs, in Berlin und heute ist Kinostart in Deutschland,
haben wir auch nur diese kurzen Ausschnitte, aber wir wollten alle schon mal einstimmen mit dieser sehr ergreifenden Szene, Urs, und du bist ja heute zuerst mal da, um uns auch diesen Film zu erklären, den noch keiner ja sehen konnte. Ja, also erklären werde ich ihn jetzt nicht, weil ich möchte natürlich, dass Sie ihn alle sehen. Und dann könnten wir uns vielleicht danach nochmal treffen und dann erkläre ich was, was nicht ganz so im Klaren geblieben ist. Aber ich kann ein bisschen was darüber erzählen. Im Übrigen hatten wir gestern keine Premiere, die gab es nicht für den Film. Ach so. Heute ist generell Premiere deutschlandweit. Ah, ja. Der läuft in Berlin in 2 oder 3 Kinos. Auch nur sehr ausgewählt. Ich weiß nicht, was da für eine Politik dahinter steckt, aber es ist merkwürdig für so also einen erfolgreichen ursprünglich war das Film. Aber, ich kriegte die Information, dass es gestern eine richtige Premiere in Berlin gibt. Es sollte eigentlich so, also zumindest von der Produktionsfirma war das so angedacht oder geplant. Aber seitdem Sony den Film dann gekauft hatte, sind so einige Planungen weggefallen. Ja. Der Film handelt von einem Häftling in einem Konzentrationslager, vorgeblich Auschwitz-Birkenau. Es wird aber nie in dem ganzen Film irgendwie thematisiert, in welchem das nun stattfindet. Und dieser Häftling findet in dem bei Aufräumarbeiten sozusagen, er ist Mitglied eines Sonderkommandos, eines jüdischen Sonderkommandos. Und er findet bei Aufräumarbeiten oder Räumarbeiten der Gaskammern findet er einen überlebenden Jungen und bringt diesen Jungen ins Lazarett sozusagen, also in die Sani-Station des Lagers. Das war diese Station, die wir jetzt gesehen haben? In diese Station, ja? Genau. Und er spricht mit dem Arzt und versucht dem Jungen zu helfen. Also sowas hat es tatsächlich gegeben, alle Ereignisse in diesem Film hat es in unterschiedlicher Reihenfolge und auch in unterschiedlichen Konzentrationslagern wirklich gegeben. Trotzdem ist der Film so als solcher fiktiv. Er versucht, diesen Jungen zu retten. Der Stationsarzt oder Lagerarzt erstickt ihn dann aber trotzdem, weil das darf nicht sein, dass da jemand überlebt. Obwohl es unter Umständen medizinisch auch ganz interessant gewesen wäre, das zu untersuchen. Zumindest ist sein Ziel danach, dem Jungen noch ein jüdisches Begräbnis zuteilkommen zu lassen. Und dafür sucht er einen Rabbi. Und unter den Tausenden von Gefangenen wird es sicherlich einen geben. Und davon handelt der Film. Also wie kommt er dazu, zum Schluss wirklich seinen vorgeblich Sohn, vielleicht auch nicht seinen Sohn, das wird nie aufgelöst, zu begraben? Oder schafft er es nicht? Findet er überhaupt einen Rabbi? Und was passiert dabei? Dann geht es auch darum, dass in dem Film, also in dem Lager noch Versuche gestartet werden, einen Aufstand anzuzetteln. Den hat es 1944 in Auschwitz wirklich gegeben. Und dann auch noch Versuche, Bilder innerhalb des Lagers aufzunehmen und die nach draußen zu schmuggeln, um sozusagen Beweise zu haben, was da drin passiert und der Welt zu zeigen, inwiefern welche Dinge dort ablaufen. Und ja, viel mehr will ich da gar nicht sagen. Okay, Urs, ich musste die Frage stellen, weil wir haben nur diese Trailer, das ist ja so, ja, aus juristischen Gründen sehen können. Es gab verschiedene Darstellungen der Handlung, also die Handlung haben wir jetzt ungefähr. Also nochmal die Aufforderung, gehen wir alle ins Kino ab. Das wird sehr schwer sein. Heute geht das. Das wird aber in Cottbus schwer sein. Ne? In Cottbus nicht. Cottbus läuft da, soweit ich weiß, nicht. Oder? Gibt es da andere Informationen? Gut. Guckt mich jeder an. Gut, auf jeden Fall sind wir sowieso alle gespannt. Ist ein bisschen, ich finde es traurig. Gucken mal, wo wir ihn sehen können. Ich finde, also dieser Film ist jetzt nicht so dieses übliche, in diesem Film geht es auch nicht um dieses übliche, diese üblichen Schuldzuweisungen und Deutschland als, oder die Deutschen als Alleintäter oder sonst was. Ja. Dieser Film hat eigentlich eine völlig andere Aussage oder versucht eine völlig andere Aussage, und zwar, dass dieses Grauen, was angezettelt wurde, dass das allgemeingültig ist. Also das könnte im Prinzip auch von jedem anderen so entwickelt worden sein. Waren halt die Deutschen die Ersten, aber sind bei weitem nicht die Einzigen. Und das, was der Mensch dem Menschen zufügen kann oder antun kann, das wird in diesem Film auch gezeigt, das ist eher universell, als dass man sagen kann, das waren die Deutschen nur.
Okay, Jos, jetzt nochmal von der Handlung weg zu deiner Person. Das ist ja das, was uns als Cottbuser interessiert. Es gibt drei quasi Hauptdarsteller. Du hast mir mal gesagt, dass das jetzt natürlich Englisch Main Support Act heißt. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. Diese drei Personen, ja, wo du einer davon bist. Ja, also in Deutschland wird das dann gerne so kategorisiert, das gibt dann einen Hauptdarsteller oder vielleicht noch zwei und der Rest sind alles Nebendarsteller. Wenn es nicht mit irgendwelchen Konnotationen innerhalb der Presse auftaucht, wäre mir das auch völlig egal, aber nur so zur Unterscheidung, in Amerika oder in Frankreich, Italien etc. gibt es eben so verschiedene Begriffe wie The Main Act oder The Main Role und dann gibt es verschiedene Supporting Acts. Und je nachdem, wie wichtig sie für den Film sind oder für die Handlung, dann gibt es eben die Main Supporting Acts oder die Less Supporting Acts und so weiter und so fort. Ja. Jetzt hatte ich gesagt, Back to the Roots in deiner Ankündigung und das stimmt ja nach meiner Information wirklich, dass hier in der Theaterscheune praktisch deine Schauspielerlaufbahn begonnen hat. Da sollst du in dem Stück Traumboot der Liebe einen Barkeeper gespielt haben. Das war eines meiner Höhepunkte in meiner Laufbahn. Ich habe in es war so eine kleine Revue mit alten Liedern aus den 60er Jahren. Wie alt war ich da? 17. Da habe ich einen Barkeeper gespielt, einen West-Barkeeper. Das, was man im Osten so nicht kannte, der war so angemalt, also jeder wusste, der ist schwul, aber nicht einfach so, darum ging es nicht, sondern er war halt sehr froh darüber, das zeigen zu können. Und das war eine sehr schöne Rolle. Aber du hattest mich schon mal korrigiert, es war nicht wirklich deine erste Rolle. Nee, meine erste Rolle sozusagen, richtig. Meine erste Rolle, ja. Was war das? Sind wir zu hören? Ja. Ja. Okay. Meine erste Rolle war eigentlich, also eigentlich war es im Musiktheater, war im Chor der Priester in der Zauberflöte, da habe ich mitgesungen und dann die erste Rolle im Schauspiel oder ja, das war das Vorderteil einer Kuh. Ja, schöne Geschichten. Jetzt Oscar-Preisträger und da gibt es ja viele, die dann die Herkunft des berühmten Oscar-Preisträgers für sich reklamieren, aber das wollen wir jetzt hier heute auf jeden Fall klären, weil ja also Chemnitz, Halle Ansprüche anmeldete, ich habe da also Sprüche bekommen und Anrufe, du bist aber doch ein richtiger Cottbuser und das erklärst du jetzt uns Cottbusern vielleicht nochmal wirklich. Das will er ja unbedingt, ja, aber mache ich auch gerne. Das wollen wir, das will ich haben, ja. So. Naja, ich bin ja ein Großteil hier aufgewachsen, deswegen, ich habe schon Heimatgefühle und eine Menge Freunde sind auch hier, also was soll ich dazu noch sagen? Es ist allerdings so, also mit Chemnitz im Übrigen, mit Chemnitz habe ich gar nicht so viel zu tun, da hatte ich 5 Jahre gespielt. Die Stadt insgesamt ist sehr alt, also nicht die Stadt, sondern die Einwohner und die Omis und Opis haben mich da sehr lieb gehabt, das war ganz nett. In Gormorgstadt. Aber das Theater, Gormorgstadt, genau. Das Theater an sich war mir nicht sehr wohlgesonnen, obwohl ich da eine große Rolle nach der anderen gespielt hatte und deswegen fand ich das dann schon sehr vermessen, dass die dann sagten, der alte Chemnitzer. Tja, der Erfolg hat dann immer viele Väter, aber vielleicht jetzt spulen wir doch nochmal zurück, du hast ja gesagt, dass du schon in jungen, sehr jungen Jahren auf der Bühne gestanden hast, aber angefangen als Kind oder Jugendlicher hast du, und das ist uns wieder sehr wichtig, in unserem Konservatorium als junger Musiker. Mit welchen Instrumenten? Nee, angefangen hat, ich wollte Gitarre spielen, unbedingt. Ich weiß nicht, was mir den Floh ins Ohr gesetzt. Ich wollte Gitarre spielen und dann haben mich meine Eltern da ins Konservatorium gepackt. Und wir hatten einen Gitarrenlehrer gesucht und der Gitarrenlehrer hatte aber genügend Schüler, konnte keinen mehr aufnehmen. Und da kam ein gewisser Herr Schieske, der war Cellist hier am Theater und der sagte, ich habe noch einen Platz frei. Der hatte, glaube ich, nur 2 Schüler. Und sagte, das musst du lernen. Und er hatte so viel Spaß gemacht, der war mir einfach so sympathisch. Und da hatte ich dann mit, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren, hatte ich angefangen, dann Cello zu spielen. So, und das ging dann weiter bis 87, 88. Und da bin ich dann wieder zurück nach Halle. Dann bin ich an der Spezialschule für Musik. So. Ah ja, also
die Hallenser doch schon, ein bisschen Anspruch. Bisschen Anspruch. Es gibt ja Schauspieler, die sind besonders stolz drauf, nie eine Schauspielschule besucht zu haben, immer schön durch die Aufnahmeprüfung gerauscht zu sein, aber dazu gehörst du nicht. Wir haben ja schon im Vorgespräch über Handwerk als Schauspieler gesprochen und du bist dann in Leipzig richtig zum Studium gegangen. Ja, das mit Diplomarbeit, ja? Stimmt das? Ja, ja, klar. Ja. Also es gehört dazu, du musst dann auch was Schriftliches vorweisen, die meisten schreiben darüber. Also Abitur in Cottbus? Ja. Dann war ich erstmal bei der Bundeswehr, Fallschirmjäger. Ach ja, das gab es ja damals auch, ja. Ja. Fallschirmjäger? Ja, das fand ich aber ganz, ich wollte dich auch noch ein bisschen überraschen. Ja, wir haben nicht alles einstudiert, ne? Fallschirmjäger, da durfte ich mal dienen in Prora, wo du geboren bist. Ich war keiner. Nein, ich weiß, ich wollte nur sagen, du bist in Prora geboren, da kommen wir nachher noch. Da bin ich geboren, ja. Also du warst so richtig beim Militär. Ja. Und dann wusste ich aber, das wird für mich nichts Berufliches. Also ich war zwar recht gut und hatte auch eine Menge Angebote bekommen. Bist du sehr sportlich? Ja. und dann hatte ich so die ersten Filmangebote, also das wird jetzt zu weit führen, ja. so kleine, nicht Film, sondern Fernsehangebote, auch im Prinzip über einen Kameramann, der eine kleine Reportage über meinen Vater gemacht hatte. Und er sagte, du musst da ins Fernsehen. Und ich dachte, mach ich. Und dann hat er mich einem Regisseur vorgestellt, hatte die erste Rolle bekommen. Dann musste ich aber, also hatte ich Dienst, ganz normal Dienst. Und dann haben die mich im Feld, also mitten in der Übung, haben die mich angerufen. Neben mir gingen die ganzen Milan-Raketen runter. Und die fragten mich dann, also, wie ist denn das jetzt mit dem Dreh, wann kommst du? Bam, bam. Und dann hatten sie erstmal aufgelegt. Und mein Kompaniechef hat dann dort wieder zurückgerufen und gesagt, nee, das geht schon alles klar. So hatte ich dann so einen Deal mit meinem Kompaniechef. Ich kann dann drehen und da kam dann öfter mal noch was. Das heißt, du bist freigestellt worden dann ja. Für die Drehtage? Und dann ging das immer weiter. Also ich konnte hier und dort ein bisschen was drehen und das hat auch gut Geld gebracht damals. Und dann sagten aber meine Eltern, aber vor allem auch viele Freunde meiner Eltern, Mensch, das musst du dann doch wenigstens studieren, also damit du auch ein bisschen was lernst. Und dann hast du was in der Hand, ja, ein Diplom. Und ich habe es dann denen zuliebe gemacht, eigentlich nur, um denen zu zeigen, die nehmen mich nicht an der Schule. Und also ich wollte da gar nicht hin. Und dann merkte ich aber nach dem ersten Vorsprechen, das läuft richtig gut. Also es hat auch Spaß gemacht. Und dann musste ich zum zweiten Vorsprechen und musste mich dafür extra nochmal richtig vorbereiten. Und das, also ich war mir da, ich glaube, ich war da zu eitel, um einfach zu sagen, das will ich nicht, sondern dann wollte ich es denen wenigstens zeigen, dass ich es doch richtig gut kann. Und dann haben die mich sofort genommen. So. Und dann 4 Jahre dauert das, glaube ich, in Leipzig und nebenbei aber auch immer wieder gespielt, in Dresden, glaube ich. Ja, das ist die Ausbildung in Leipzig bisher gewesen. Also da tut sich jetzt auch schon ein bisschen was leider. Aber Leipzig war so die Schule, die 2 Jahre an der Hochschule unterrichtet hat, so die ganzen theoretischen und praktischen, also beziehungsweise handwerklichen Sachen. Und dann wird der Jahrgang aufgeteilt in 2 Studios und ein Studio geht nach Dresden, das andere geht nach, was war das, Chemnitz. Und der Jahrgang darauf geht nach Halle oder nach Magdeburg jetzt, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht genau. Und ich bin dann nach Dresden gekommen, hatte weiter Unterricht, musste aber nebenher dann noch oder genauso oft dann zu den Proben und zu den Vorstellungen und hatte dann immer mehr zu spielen und hatte während des Diploms eigentlich auch schon die ersten großen Rollen. Caligula und was war das noch? Der Kaufmann von Venedig in Dresden. In Dresden, ja. Und dann kamen die ersten Engagements nach dem Studium in Tübingen und Chemnitz. Genau. Aber richtig in einem Ensemble eingebunden. Ja. Ja. Dann die Frage, jetzt bist du freiberuflicher Schauspieler, warum bist du dann aus der Zwangsjacke, Ensemble? Naja, so eine Zwangsjacke grundsätzlich ist es nicht. Ich mag die Arbeit im Ensemble sehr, weil man mit mehreren Leuten, auch wenn man sie gar nicht mag, aber professionell miteinander sehr wachsen kann und auch wesentlich größere Zusammenhänge auf der Bühne darstellen kann. Aber die Bezahlung ist so, es tut mir leid, es ist so beschissen, du kannst als erwachsener Mensch damit nicht leben. Die sitzen hier im Staatstheater. Ja, ja, die zahlen auch nicht besser. Die einzigen, die an den Theatern was verdienen, sind die Intendanten und Oberspielleiter. Und der Rest, also bis auf, sagen wir mal, die anderen Gewerke, die sind aber anders orientiert und müssen auch schon wesentlich mehr um ihre Plätze kämpfen.
Das ist ein Grauen. Also die Verträge, die man an einem Theater hat, die sind so schon Knebelverträge. Du hast Residenzpflicht, du darfst nicht aus der Stadt raus. Also da kann man nicht mal einen Werbespot zum Beispiel woanders drehen dann, oder? Ja, es sei denn, man meldet sich krank. Ja. Ah ja, alles klar. Dann geht das schon, aber wenn das irgendwie auffliegen sollte, gut, die Sachen, die kommen dann alle später erst ins Fernsehen. Aber jetzt Spaß beiseite, wäre ein Vertragsverstoß dann direkt, ja? Ja, natürlich, ja. Also fristlos, gekündigt und so. Nein. Aber es gibt halt viele Versprechungen auch von den Intendanten. Ich habe bisher keinen einzigen erlebt, in meiner Gegenwart, der seine Versprechung gehalten hat. Und ich hatte dieses fahrige Gelumpe dann einfach satt. Ja. So, und dann dachte ich, jetzt habe ich nochmal eine Chance und probier es frei auf dem Markt. Und wann war das genau los? Vor 3 Jahren. Ja. Ja. Und das ging auch nach hinten los, aber es hat mir trotzdem mehr Spaß gemacht. Weil und finanziell ganz schwierig. Ja, na gut, Kultur ist momentan in dem Land so gut wie gar nichts mehr wert. Und wenn etwas eingespart wird, dann werden die paar Kröten für ein Theater oder für irgendeine Kultureinrichtung oder für Bibliotheken werden dann abgezogen. Aber ja, das sagt halt eine Menge über das Land und auch über die Bevölkerung aus und über die Wähler. Gut, das liegt nicht in meiner Macht. Leider bist du nicht da, wenn wir uns dann auch mit Dr. Diesel auch diesen politischen Themen zuwenden. Aber das nehmen wir nochmal gerne mit dann auch für unsere weitere Diskussion. Sehr interessant, Urs. Und es ist so, dass dann ein Oscar-Preisträger auch Hartz-IV-Empfänger ist. Ja. Ja, also es gibt ganz viele Kollegen, die mir immer sagen, ja, erzähl das nicht, ich will nicht, dass du das so laut sagst. Ich sowieso, ich doch auch, solange man nichts verdient, muss man irgendwie gucken, wie die Miete bezahlt wird und selbst für 25 Quadratmeter muss man Miete zahlen. Und dann schreibt man halt einen Antrag, aber die Mühle, in die man dann so reingerät, das ist nicht schön, klar, und dann arbeitet man nebenher. Wir wollten nur den Zustand der Kultur, der Theater oder auch des Fernsehens hier im Zusammenhang mit deiner Person und deinem Erfolg darstellen. Und dazu kommt ja noch, dass ihr schon im letzten Jahr, also 2015 in Cannes, ich hoffe, ich habe es mir richtig aufgeschrieben, den großen Preis der Jury bekommen habe für euren Film, und das ist, und das war ja die Intention, Günther, wir dürfen das sagen, dass ich gesagt habe, der Urs muss bekannter gemacht werden. Kein Mensch in Cottbus, in seiner Heimat, in der Lausitz, in Brandenburg, schon gar nicht in Deutschland, weiß, dass da ein Schauspieler eine entscheidende Rolle in dem Film gespielt hat, die in Cannes den Preis, wie ist der einzuordnen, dieser Preis gewonnen hat? Ja, von der Jury ist das der Hauptpreis. Das ist ein Wettbewerb, der findet halt statt. Da kommen zum Anfang knapp, ich weiß es nicht, 700, 800 Filme aus der ganzen Welt werden dann eingereicht, dann wird aussortiert, dann gibt es eine Vorauswahl von knapp 20 Filmen, dann, ja, und zum Schluss wird halt ausgewählt. Dann gibt es sozusagen mit dem Publikumspreis zusammen die Goldene Palme. Da hat dann aber weniger die Jury dann sozusagen die Wahl. Der Preis der Jury ist eben das, was wir bekommen haben, und ja, in Deutschland wurde das dann sofort wieder ein bisschen runtergedrückt. Nee, die haben ja nur den zweiten Preis bekommen. Ne? Ja, 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 ja. Ich habe das schon gemerkt, und der hat doch gar nicht die Hauptrolle gespielt, ne? Und, ja. Und aus Cottbus ist er ja auch nicht, ja, also. Ist halt so ein Phänomen. So ist das bei den Deutschen, aber eigentlich ist das nicht zum Lachen, denn es ist ja auch so gewesen, dass der Film bei der Berlinale gar nicht vorkam oder keine Chance hatte. Es ist so, bevor der Film überhaupt zu irgendwelchen Wettbewerben gezeigt wird, muss er natürlich eingereicht werden. Und zuallererst hat der Regisseur bzw. die Produktionsfirma den Film in Berlin eingereicht, weil das der erste Wettbewerb ist sozusagen im ganzen Zyklus bis zu den Oscars. Und in Berlin wurde er rigoros abgelehnt. Nee, der kommt nicht ins Wettbewerb, sondern so ins Rahmenprogramm. Und eine Woche später, also vor der Entscheidung von Berlin, wurde der schon nach Venedig und nach Cannes gesendet. Und kurz nach der Ansage von Berlin kam dann aus Venedig und aus Cannes die Zusage, wir hätten den gerne. Dann mussten wir uns halt für Cannes entscheiden, und dann war uns klar, das ist Berlin, das. Ja. So, ja, was soll man sagen? Ich meine, wir befürchten, ich hatte dir das ja schon gesagt, und das sollte man hier ruhig kritisch ansprechen, dass also in Anführungsstrichen das gelenkte deutsche TV
Oder die TV- und Filmindustrie. Also, gelenkt. Ja, also jetzt auch was solche Entscheidungen betrifft, ja. Das ist da gibt es Kinder jetzt wirklich irgendwo lenkt oder sonst wie, aber diese ganze das Angst ist davor, so. Sich politisch nicht ganz so korrekt zu äußern, die führt dann dazu, lieber gar keine Fehler zu machen also und damit dann noch größere eigentlich anzuzetteln. Das war klar. Ja, gut, man, ist klar, aber muss ja trotzdem. Also wir werden weiter. Iris Berben und ihren Sohn und Till Schweiger, du hast da ja auch so einen schönen Ausdruck, den werden wir weiter fast ausschließlich ertragen müssen. Ne? Da gibt es noch zwei, drei andere. Das weiß ich nicht. Also momentan, so in den letzten 20 Jahren, sehe ich halt, dass ich immer wieder der gleiche... Also immer, wenn ich den Fernseher einschalte, seit 40 Jahren sehe ich die Dame. Ja, ich sehe die gar nicht so oft. Ja? Aber gut. Es liegt daran, dass ich sie mir nicht angucke. Dass aber, ich die falschen Sender gucke. gut. Es liegt daran, dass... Nein, ich habe das jetzt mal überspitzt, verschiedene, du weißt, was ich sage. Klar, dass verschiedene Produktionsfirmen halt immer aus dem gleichen Pool von Leuten besetzen, dann sind diese Leute dann selber auch noch Produzenten und da befruchtet sich einer mit dem anderen und immer wieder kommt dasselbe raus, im Endeffekt dann auch nichts und das ist momentan so, aber sowas geht auch nicht ewig weiter. Ich bin da ziemlich sicher, nach noch mehrmaligen ins Sand setzen von ein paar Millionen wie Til Schweiger zum Schluss, das hält keiner durch. Außerdem soll das ja nicht dein erster Oscar gewesen sein und nach dem zweiten oder dritten wird dann auch die alles klar. Was unsere Zuschauer, unsere Gäste interessiert, die Rolle in Son of Saul hast du ganz klassisch in einem Casting bekommen. Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie das Casting oder wie das überhaupt? Man bewirbt sich dafür oder wodurch erfährst du, dass es da ein Casting... Ich habe mich dazu nicht beworben, weil ich nicht wusste, dass der überhaupt hergestellt werden sollte. Der Regisseur hat für diese Rolle hat er nach einem deutsch sprechenden Schauspieler gesucht, der einen jüdischen Oberkapo spielt und da hat er auch lange im Netz gesucht nach irgendwelchen Demobändern und ist dabei auch auf Mainz gestoßen. Und dann ist er nach Berlin gegangen und hat für Deutschland knapp 60 Castings gemacht. Und in einem dieser Castings war auch ich und dann hat er mich genommen. Also das ging im Prinzip ziemlich glatt durch, ja, kann man so sagen. Die waren gleich... Ich weiß nicht, wie lange die dafür für eine Entscheidung gebraucht hatten, so 60 Castings. Ich war in der Mitte ungefähr, das heißt, nach mir hatten die noch eine Woche lang gecastet. Und ich habe zwei Wochen später, habe ich dann die Entscheidung bekommen, wie die dann entschieden haben und warum und so weiter. Das hat er mir zwar unter der Hand auch gesagt, aber das muss ich ja jetzt nicht sagen. Das ist du wolltest alles sagen. Gut, ja, klar, aber ist ja nicht was, von mir. Was uns wirklich brennt, interessiert und was ja für uns immer weit weg ist und wo es viel Glamour drumherum gibt, wie war Hollywood aus deiner Wahrnehmung? Wie war das wirklich? Das Ganze drum und dran, der Abend, der rote Teppich, wie hast du das, die Partys, wie hast du das alles überstanden oder wie hast du das erlebt? Also die Tage vor der Oscarverleihung waren eigentlich, ich habe kaum geschlafen, weil ich unheimlich aufgeregt war und ich musste auch gar nichts trinken, weil ich sowieso die ganze Zeit so euphorisch und grinsend rumgerannt bin. Dauergrinsend. Ja, ja. Aber natürlich vor der Verleihung war ich auch ein bisschen, nervös. Was passiert, wenn du zurückkommst und dann hast du keinen Oscar? Dann kommen die meisten dann, oh Mensch, war doch trotzdem schön, oder? Ja, genau. So. Also hier hättest du aber wirklich gesessen. Also, dich meine ich ja nicht, aber ich habe da so ein paar Kollegen, die haben dann so ganz nett noch, Glückwunsch, ist doch mal ein Erfolg. Ja, ich weiß. Also davor war ich schon sehr nervös und ich habe so viele Milliardäre auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen, aber die waren wirklich da, Milliardäre, das muss man sich mal vorstellen da. Das ist ein tolles Klima dort unten oder da drüben. Insgesamt ist auch gar nicht so teuer, also wenn man da mal schnell was zu essen haben will, das geht alles. Aber Mieten kann man sich da kaum leisten. Für so eine 40 Quadratmeter Wohnung zahlt man da knapp $1,300. Das ist unglaublich. Mhm. Wohnen würde ich nicht dort wollen, aber ich würde da unheimlich gerne arbeiten. Genau, darauf wollte ich hinaus. Darauf wollte ich hinaus.
Denn da gibt es ja den schönen Spruch von dem Propheten im eigenen Land. Und das wäre natürlich wirklich, wie man jetzt sagen darf, was Geiles für dich als Schauspieler. Jetzt habt ihr in dem Saal gesessen. Wie lange muss man da warten, bis Kategorie drankommt? Ich wusste ja nicht, wann die drankommt, ja. Aber kurz vorher hat uns irgendjemand gesteckt, das ist so im letzten Drittel und wir wussten, die ganze Veranstaltung dauert so 5 Stunden und das war so, ich war so aufgeregt und ich konnte es mir nicht anhören, die ganze Lobhudelei vorher für irgendwelche Gewerke wie Kostüm, also das hat mich zu dem Zeitpunkt wirklich nicht interessiert. Und ich bin dann raus, weil zwischen zwei Nominierungen und Preisvergaben gibt es dann immer Pausen. Ja. Und so 10 Minuten höchstens. Und ich bin dann raus, bin dann in die Raucherecke. Da standen sowieso die interessantesten Personen. Das ist ja jetzt immer so. Ja. auch die nicht geraucht hatten, waren alle dort, weil die wichtigsten Regisseure rauchen alle noch. Zum Beispiel Iñárritu, mit dem stand ich zwischendurch alleine da, der besten Film oder beste Regie für The Revenant. Kann ja nicht schaden, wenn man mit dem da steht. Der wird sich an mich nicht erinnern. Ja. Aber es war witzig, weil war genauso nervös wie ich. Und wir haben die ganze Zeit nur gesoffen. Weil wir, und die kalifornischen Weine sind hervorragend und die Batterie war voll und draußen war keiner, die waren alle drin und wir konnten uns dann wirklich so einen nach dem anderen reinkippen und ich hatte nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass ich irgendwie betrunken werde, weil ich halt so nervös war und dann irgendwann holte mich mein Cutter rein, mit dem ich zusammen da saß und sagte, jetzt kommt es gleich. So. Und eine Stunde später kam es dann auch. noch eine Stunde gelitten? Ja. Und wenn man das dann hört, habt ihr das gleich realisiert? Ja, ich hatte wirklich Schiss, dass dann, also ein großer Konkurrent von uns war Mustang, diese türkische bzw. französische Produktion, auch so ein bisschen merkwürdig, so das ist ein französischer Film, aber eigentlich ist es ein türkischer Film, türkische Regisseurin. Und das war ein sehr großer Konkurrent von uns. Und auch Hollywood hat sehr viel davon gesprochen. Ganz viele von der Academy und ich habe da einige kennengelernt, die sagten, das könnte echt gefährlich sein. Und ich hatte wirklich Schiss davor, dass die 4 Mädels da gewinnen. Also nicht, dass ich es denen nicht gegönnt hätte, aber natürlich gönne ich es mir mehr. Und ich wollte mir die Ohren zuhalten, weil ich nichts mehr hören wollte. Und dann hörte ich nur noch ganz leise, and the winner is Son of Saul. Und dann bin ich in Sitz zusammengesackt und nur noch geheult. Und dann zog mich dann mein Cutter hoch, brüllte mich an, Oscar. Dann brüllte ich zurück, Oscar. Und dann stand der ganze, also nicht der Saal, sondern wir waren im dritten Rang, stand der ganze dritte Rang auf und so Standing Ovations. Und ich bin wieder in den Sitz zurückgesackt, habe weiter geheult. Ja, so ist das und das erleben nur wenige, wenn man einen Oscar bekommt. Aber du musstest doch auch auf die Bühne. Nee, da war bloß der Regisseur. Ach so, da muss nur einer drauf. Und das war bevor diese ganze Chose begann, gab es dreimal so einen Trailer. Und da wurde erklärt, also jedem, der im Saal saß, wenn sie auf die Bühne gehen, haben sie 45 Sekunden Zeit, eine Rede zu halten. Mhm. Das galt für alle. Und DiCaprio hatte gemessen 2,5 Minuten, also das habe ich verstanden. Also er hat sehr viel über Environment und Umweltschutz und so weiter geredet, aber da darf man nicht vergessen, dass der 7-mal mindestens im Jahr mit seinem Privatjet fliegt. Ich wollte schon sagen, der hatte entsprechend lange gewartet. Darum geht es nicht, sondern also er hat ganz viel Platz für irgendeine politische Botschaft bekommen, die er senden durfte und der er selber überhaupt nicht gerecht wird. Welche war das? Nicht so viel Treibhausgase ausstoßen und wir müssen mehr auf unsere Umwelt achten, aber er selber hat 2 Privatflugzeuge und mit denen fliegt er sehr häufig. Okay. Und das irgendwie verträgt sich das nicht. Oh. Ja, aber nicht, dass ich ihm nicht gegönnt hätte. Der ist super gespielt, ne? Und ich mochte den Film auch sehr. Ist nicht unüblich in Amerika, diese Geschichten. Ich muss ja leider wirklich jetzt auf die Uhr gucken, weil ich dir das versprochen habe, dass du noch rechtzeitig nach Berlin kommst. Aber die Frage hatte ich dir ja angedroht. So wie du hier sitzt, ein Abbild von einem Mann, bist du vergeben?
In welchem Zustand lebst du da? Müssen alle weiblichen Fans... Dann wie oft? Und wie oft, ja. Müssen alle weiblichen Fans die Hoffnung sinken lassen? Wie sieht das aus? Naja, das kann ich sagen, wenn ich die weiblichen Fans sehe. Ja. Sie haben es verstanden? Gut. Das ist eine sehr, sehr gute Antwort. So, Vater wird keine Fragen haben, wenn... Das ist eigentlich ausgestanden. Also ich habe es inzwischen realisiert, was da passiert ist. Eins stimmt nicht ganz aus. Wir haben dich nicht dazu gedrängt, diese Schule zu besuchen. Wir haben lediglich bei diesen merkwürdigen Serien und bei der Werbung gelegentlich mal die Nase gerümpft. Die Entscheidung lag bei dir und das finde ich ganz toll. Ja. Ja. Es gab schon öfter mal den Hinweis, versuch's doch mal. So. Das kommt ja bei Kindern dann immer ist ganz ja anders zu spät, an. Als du weißt. Ja. Ja. Ja gut, aber ihr seid ja auch mal eine Künstlerfamilie. Kommen wir ja auch im Weiteren noch drauf zu sprechen. Und da spielt die Genetik sicher schon eine Rolle. Es muss ja nicht der Maler sein, aber ich denke schon, genauso wie es Sportlerfamilien gibt, ja, dass das eine Rolle spielt, wo man hineingeboren wird, was man für Veranlagung, Talente mitbekommen hat. Ja, Sarah, letzte Chance. Und Peter, noch eine Frage hier auf der Bühne. Toi, 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 alles Gute. Ran an die Knete. Dann sind wir wirklich sehr happy gewesen. Urs, vielen, vielen Dank. Schön, dass du Wort gehalten hast. Alles, alles Gute. Dein Publikum. Alles, alles Gute. Und ich habe so geschwitzt, dass du kommst. Und dafür nochmal ganz, ganz großen Dank. Urs Rechen, meine Damen und Herren. Ja. Der Stuhl ist warm. Ja. Bleib hier. Peter, würdest du? Lass mich doch hier lassen. Gut, okay. Wie du möchtest, dann haben wir ein bisschen Distanz. Kann ja sein bei uns, dass das ganz gut ist. Ganz ja, meine Damen und Herren. Urs Rechen, wir sind alle sehr aufgeregt gewesen. Wir sind immer noch aufgeregt und wir wünschen deinem Jungen alles, alles Gute. Und es ist wirklich erstaunlich, was er hier so für einen Auftritt auch ohne Rolle hat. Das können ja nicht alle Schauspieler. So nur meine Lebenserfahrung. Dankeschön. Ich werde es ihm ausrichten. Richte es ihm mal aus. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden sich wundern, dass es am heutigen Abend eine, wenn auch etwas traurige, doch sehr direkte Verbindung vom Film Son of Saul zu Herrn Dr. Peter Michael Diesel gibt. Und wir warten aber erstmal den Trailer ab und dann kommen wir darauf, Peter. Ja? 1952 ist er in Prora auf der Insel Rügen geboren. Er war der letzte Innenminister der DDR im Kabinett von Lothar de Maizière. Er trat als Spitzenkandidat der CDU 1990 gegen den späteren Ministerpräsidenten Brandenburgs Manfred Stolper an. In den 90ern war er Präsident des Fußballclubs Hansa Rostock und ist Ehrenpräsident des SC Potsdam. Seit 1993 betreibt er eine Kanzlei in Potsdam mit Büros in Berlin, Leipzig, Güstrow und Zieslow. Herzlich willkommen, Dr. Peter Michael Diestel. Danke. Ja, meine Damen und Herren, viele im Publikum kenne ich ja persönlich und so, wir haben ja ein gewisses Lebenszeit schon hinter uns und deswegen werden dich die meisten auch persönlich kennen, Peter. Wir kennen uns auch schon viele Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, wir sind ja derselbe Jahrgang, das können wir verraten. Ja, du siehst viel besser aus, war das Erste, was du mir gesagt hast, wo wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, Mensch, Herr Hoffmann, Sie sind ja derselbe Jahrgang, aber Sie sehen schlechter aus. Ne? Das war typisch Diesel, ja, aber wir haben uns kennen und lieben gelernt. Aber zu der Verbindung, die ich schon angedeutet habe, Peter,
Hier gibt es einen Film, der jetzt den Oscar gewonnen hat, über eine Geschichte im Konzentrationslager. Und ganz aktuell, deswegen auch dieses Bild von diesem SS-Mann. Du verteidigst einen SS-Mann im Augenblick, der, glaube ich, auch SS-Sanitäter in einem Konzentrationslager war. Welche Reaktionen gibt es da? Also, guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist natürlich ein schräger Einstieg, den du mir jetzt abverlangst nach so einer sympathischen ersten Etappe. Das mit der Liebe, meine Damen, das mit der Liebe zwischen uns beiden, das ist relativ, das bitte ich Sie sehr farbig zu verstehen. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ich habe mal einer wichtigen Frau in meinem Leben versprochen, dass ich nie einen Kinderschänder vertrete und dass ich nie einen Nazi oder einen Kriegsverbrecher vertrete. In diesem Fall, den du angesprochen hast, habe ich mich ganz bewusst für dieses Mandat entschieden, weil erstmal der Mann hatte 4 Söhne und die 4 Söhne sprachen in meiner Kanzlei vor und der Mann saß mit 95 Jahren in Untersuchungshaft. Und da habe ich mir gesagt, gerade weil es Auschwitz gegeben hat, meine Damen und Herren, weil es Buchenwald gegeben hat, weil es Sachsenhausen und andere gegeben hat, Bergen-Belsen und was es alles gegeben hat, haben wir in Deutschland ein Strafrecht und ein Strafprozessrecht, das vom tiefen Humanismus geprägt ist. Ich habe gelernt und habe dafür auch gekämpft und habe dafür auch meinen Beitrag in der deutschen Einheit geleistet, dass der Humanismus in unserem Strafrecht nicht verloren geht. Und wenn Sie jetzt wissen, meine Damen und Herren, dass jetzt ein in Neubrandenburg, ich verteidige diesen Mann, ein 96-Jähriger vor Gericht steht, dann muss ich Ihnen sagen, ich verteidige den 96-Jährigen. Ich verteidige nicht den SS-Mann, sondern ich verteidige einen Mann, einen Menschen, der sich vor einem deutschen Strafgericht nicht wehren kann. Ich glaube nicht, dass in der Runde hier jemand ist, der 96 Jahre alt ist. Einige von Ihnen, meine Damen und Herren, kennen vielleicht jemanden, der 95, 96 oder 97 ist. Nicht ein einziger von den vielen Greisinnen und Greisen, die ich kenne, hat die Chance, sich selbstständig, konstruktiv vor einem deutschen Strafgericht zu verteidigen. Das heißt, also sich auch zu äußern. Unsere Prozessordnung sieht vor, dass der Beschuldigte, der Angeklagte, einen eigenständigen Beitrag setzen können muss, damit er sich verteidigen kann, nicht nur über irgendwelche Verteidiger, Rechtsanwälte und dergleichen. Deswegen habe ich das Mandat übernommen und ich bin wie Sie oder wie vielleicht die meisten in der Runde in einem tiefen Antifaschismus groß geworden. Mein Film ist Nackt unter Wölfen gewesen. Da hat mein Freund Herbert Köfer, der 95 geworden ist, mitgespielt. Das ist mein Film und im Übrigen ist für mich der antifaschistischste Film, den ich überhaupt gesehen habe, der Aufenthalt. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie den Aufenthalt gesehen haben. Das Buch haben Sie vielleicht viele gelesen. Der Wolfgang Kohlhase hat mal diesen Film auch verfilmt, hat ein wunderschönes Drehbuch geschrieben. Der ist aber nur ganz in den späten 80er Jahren der DDR nur ganz wenig gezeigt worden, weil die polnische Seite sich dagegen... Also ich will nur sagen, meine Schulerziehung, meine Herkunft hat gesagt, dass die Auswüchse menschlicher Perversion ist der Holocaust, ist die Judenvernichtung und so weiter. Unter diesem Aspekt habe ich auch dieses Mandat angenommen von einem Mann, von dem ich jetzt nachgewiesen habe in diesem Prozess, dass er in der Tatzeit, die angeklagt ist, nicht ein einziges Mal das KZ betreten hat. Das behauptet auch die Staatsanwaltschaft gar nicht in der Anklage, sondern es wird behauptet, er war ein 18-jähriger Sanitätssoldat in der Waffen-SS. Er war außerhalb des Lagers, er hat die Schornsteine rauchen gesehen, er wusste, dass dort kein Holz verbrannt ist, wird und keine Energie erzeugt, besonders dass da Menschen verbrannt werden, und er hätte das unterbinden müssen. Und diese abstruse Haltung, meine Damen und Herren, das müssen Sie immer im Kontext sehen mit dem Umstand, dass die deutsche Justiz in den 60er und 70er Jahren fast alle Verantwortlichen von Auschwitz hatte. Die hatten die alle. Die saßen alle vor deutschen Strafgerichten und sind mit Bagatellstrafen, mit Verfahrenseinstellungen und mit Freisprüchen nach Hause geschickt worden und sind zu Hause dann gestorben. Im Westen unseres schönen Vaterlandes. Im Westen unseres Vaterlandes. Und deswegen ist meine Verteidigung für diesen alten Mann auch eine Kritik an diesem Umstand. Und jetzt wollen Sie sich ein Feigenblatt organisieren, nachdem Sie völlig versagt haben, das, was mein Vorredner hier darstellen durfte. Nach dem völligen Versagen der deutschen Justiz versucht man jetzt, meine Damen und Herren, in Hamburg wird gegen eine 99-jährige Funkerin ermittelt.
Das macht man unter dem Aspekt, wir kriegen ein Urteil und der Betroffene, der verurteilt wird, der wird nie in Revision gehen können, denn er hat nicht die Chance, so alt zu werden wie Johannes Heesters. Und das, meine Damen und Herren, ist perfide und deswegen helfe ich diesem alten Mann und seinen Söhnen. Vielen Dank, Peter. Das das ist ein Prozess, der eben im Augenblick die Medien bewegt. Und im Zusammenhang mit diesem Film, dieses Statement, du hast ja doch entsprechende Angriffe zu ertragen von Menschen, die das anders sehen, genau. Aber du hast ja ein Faible, wenn ich das mal so sagen darf, und da kommen wir auch ein bisschen zum Sport, dir doch ganz bestimmte interessante, spektakuläre Mandanten zu suchen. Ich denke mal an Jan Ullrich, an Thomas Springstein. Für die, die nicht kennen, Thomas Springstein war der erfolgreiche Trainer von Katrin Krabbe und Grit Breuer. Das ist so meine Sportzeit gewesen. Aber du hast auch VW-Aufsichtsräte vertreten in spektakulären Prozessen. Warum machst du gerade solche Geschichten? Also erstmal, Uwe, ich suche diese Mandate nicht, die kommen zu mir. Ja, also das sind natürlich in der Regel kluge Leute, die suchen sich einen Anwalt, der sich untypisch in die Büsche schlägt. Und da bin ich bin, meine Damen, der freundlichste Anwalt und jemand, der immer untypische Wege geht. Und diese untypischen Wege, natürlich muss ich auch von was leben, also ich gucke auch auf die Honorarsituation, aber ich möchte, dass der Mandant wiederkommt. Und nur ganz simpel, ich habe das große Glück, ich war schon berühmt und viele kommen dann zu mir und sagen, der muss mich ja nicht ins Fernsehen schleifen, weil der ist ja schon, den kennen sie ja schon alle. Genau. Und ich habe auch so ein bisschen einen eigentümlichen Ehrgeiz, ich möchte den Hochwohlgeborenen, die das Glück haben, der westlichen Geburt zeigen, dass wir nicht auf der Müllhalde groß geworden sind. Und das gelingt mir permanent, da kriegt man auch mal einen auf die Rübe, meine Damen und Herren, aber der Scheitel ist gerade, es tut nicht weh. Also ich muss sagen, diese Talente oder diese Eigenschaften, die es mir gestatten, in meinem Beruf eine ordentliche Leistung abzugeben, die habe ich in einer anderen Zeit gelernt. Da bin ich auch schon diesen gleichen Weg gegangen. Genau. Und da sind wir bei deiner Vita. Ich hatte ja schon mal das Stichwort, was mich eben aus persönlichen Gründen ganz besonders interessiert hat. Du bist in Prora, in dieser riesigen Kasernenlandschaft geboren und das hatte was... In dem KDF-Haus, in dem großen KDF-Haus. Ja. Und das hat was mit deinem Vater zu tun, den du sehr verehrst. Das hast du in beiden Büchern, eins davon haben wir draußen, meine Damen und Herren. Da haben Sie die einmalige Gelegenheit, dass der Autor es Ihnen signiert, wenn Sie es zuvor gekauft haben. Dein Vater. Ich bin nicht beteiligt, meine Damen und Herren. Ja, wir sind alle nicht beteiligt. Wir machen das einfach wirklich jetzt fürs Publikum. Wir müssen das Geld dann bei Hugendubel schön abrechnen oder die Bücher zurückbringen, was wir ja nicht hoffen. Aber ganz ernsthaft, du hast auch mir gegenüber und auch in deinen Büchern immer ganz viel von deinem Vater gesprochen, der ja auch sehr interessant ist, denn er war Offizier und kein kleiner vom Dienstgrad her in beiden Armeen vor und nach 45. Ja, also mein Vater, der Vater meiner vier Brüder und mir, wir sind zu fünft groß geworden. Fünf Distels. Kam aus einer Mecklenburger Gutsbesitzerfamilie und die mussten dann immer Offizier werden. Und mein Vater ist dann in diesen, sagen wir, furchtbaren Weltkrieg als junger Offizier reingeboren, war mit 26 Jahren Oberstleutnant, Bataillonskommandeur, Ritterkreuzträger, hochdekoriert. Und das habe ich nach der Wende erfahren, meine Damen und Herren. Er galt als Held, als sehr mutiger Mann, ist dann in Stalingrad gefangen genommen worden, ist in diesen Bund deutscher Offiziere eingetreten, ins Nationalkomitee Freies Deutschland. Also hat sich dann aus dieser... Das war aus auch Paulus Kriegs, dort? Als die mit der 6. Armee in Gefangenschaft gegangen. Und hat aus seinen Kriegserinnerungen, Kriegsüberzeugungen, ist er dann diesen Weg gegangen. Ist dann in den Anfang der 60er Jahren, als der DDR-Armee-General und Verteidigungsminister Heinz Hoffmann in der UNO dargestellt hat, dass es keine Wehrmachtsoffiziere mehr in der NVA gibt, ist mein Vater in Ehren entlassen worden, hat ein Ingenieurstudium gemacht und ist in Rostock
Kombinatsdirektor. In so aber er hat, und das ist ja ein Stück deutsch-deutscher Geschichte, er hat nach dem Krieg im Osten dieses Landes die Armee aufgebaut, genauso wie das seine Kameraden davor im Westen getan haben. Dann. Also er hätte eine riesige Karriere im Westen gehabt. Aber er hat natürlich, er war ein Linker, er war in der SED bis 1990, er ist mit tiefster Enttäuschung dann nach der Wende ausgetreten aus dieser Partei. Gregor Gysi, der damals mein Freund schon war, meine Damen und Herren, hat dann meinem Vater einen ganz sympathischen Brief geschrieben mit sehr viel Verständnis. Dieser Brief hatte wiederum die Wirkung, dass mein Vater das ND nicht abgestellt hat und in seiner Wohngemeinschaft wurde dann sein ND nach der Wende wie ein Flugschrift immer rumgereicht zwischen den alten Rentnern, also skurril. Aber ich will nur sagen, er hätte seiner Geburt oder seiner sozialen Herkunft nach eine riesige Karriere in der Bundeswehr im Westen gemacht, aber seine Weltanschauung, seine Lebensüberzeugung aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe übrigens mit meinem Vater, meine Damen und Herren, auch mit vielen anderen oft über dieses Thema gesprochen, das in dem ersten Tagesordnungspunkt heute eine Rolle spielte und auch in meinem jetzigen Mandat. Und da muss ich sagen, er hat davon nichts gewusst und ich glaube das auch. Also mein Vater hat gesagt, er hat zwar die Transporte gesehen, die nach Osten gegangen sind, aber dass die vergast werden von diesem Holocaust, sagt er, hat er nichts gewusst. Und mein Vater ist ein für mich sehr glaubwürdiger Mensch gewesen und deswegen nehme ich ihm das auch ab und muss einfach sagen, diese kollektive Schuld, die wir im Grunde alle haben, ist doch mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Schuld setzt auch Kenntnis voraus und ich weiß, dass er diese Kenntnis nicht hatte. Im Gegensatz zu dem Mandanten, den ich vertrete, der für mich ein Beweis war, meine Damen und Herren, dass es den Holocaust gegeben hat. Es hat ihn gegeben. Jeder Holocaust-Leugner ist ein Idiot und ein Ignorant. Dieser alte 96-jährige Mann sagt zu mir, Herr Distel, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen, dass da Menschen umgebracht worden sind, aber ich war nicht dabei und das behauptet auch die Staatsanwaltschaft gar nicht. Und deswegen kann ich, nachdem ich diesen Mann irgendwann rausgeholt habe, aus dem Knast habe ich ihn schon rausgeholt, nachdem ich dieses Mandat beendet habe, kann ich auch mit dieser anwaltlichen Leistung leben. Klares Statement nochmal dazu. Du hattest aber offensichtlich, dein Vater hat dich ja sehr geprägt, aber trotzdem keine Lust, Berufsmilitär zu werden und bist, was viele nicht wissen, Rinderzüchter geworden. Richtiger Rinderzüchter. Wie kam das? Wie kamst du zur Rinderzucht? Also ich war in einer Kinder- und Jugendsportschule, meine Damen und Herren. Das war an sich eine sehr schöne Einrichtung. Welche war das nochmal, Peter? Wo? In Leipzig, an der KHS. Und habe dann natürlich, andere würden heute sagen, aus politischen Gründen, aber es waren disziplinare, schrägstrich politische Gründe, war klar, dass ich in der 11. gehen musste. Internat und dann so. Musste ich das Abitur irgendwo anders machen. Und weil mein Sportschulabitur recht gut war, durfte ich dann auf der Agra Rinderzüchter mit Abitur lernen. Also nicht wie Gregor Gysi, der hat Abitur und Rinderzüchter gelernt und dann gar nicht gelernt dabei. Und ich habe 13 Jahre gemacht, meine Damen und Herren. Der kommt demnächst, da werden wir ihm ja sagen. Ja. Und er wird das bestätigen. Mhm. Er wird das bestätigen, dass es so gewesen ist. Und habe dann diesen Beruf als Rinderzüchter, als Melker gelernt, bin zweimal deutscher Meister im Handmelken geworden und habe... DDR-Meister. Ein Satz noch. DDR-Meister. DDR-Meister. Ja, nicht deutscher Meister. Naja. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich da drüben Konkurrenz gehabt hätte. Und muss aber sagen, dass ich diesen Beruf auch gerne weiter ausgeübt hätte, wenn, meine Damen und Herren, nicht das frühe Aufstehen, um 3 aufstehen, 3:30 in den Kuhstall, dann einen halben Tag arbeiten, hinlegen 3 Stunden und mittags wieder im Kuhstall. Ich kenne das von meinem Bruder übrigens. Das hält kein Germane aus, da ist jetzt... Also ich wollte das unbedingt mal einstreuen, weil vielleicht doch nicht jeder, der ein Buch gelesen hat. Und dann hast du noch so eine schöne Tätigkeit, ich weiß nicht, als Berufer, du warst doch Bademeister, ja? Schwimmmeister. Wie kamst du denn dazu? Also ich habe in Leipzig an der Sektion Rechtswissenschaft studiert und da musste man immer im Sommer dann Sommerlager und sowas machen. Das war für mich sehr unattraktiv. Also habe ich in Leipzig einen Rettungsschwimmerschein gemacht. Dann einen Berufsabschluss als Schwimmmeister und dann durfte ich während des Studiums vom 15. Mai bis 15. September, meine Damen und Herren, nach Warnemünde fahren und war der leitende Schwimmmeister am Strand. Habe von um 9 Uhr
vormittags bis abends 18 Uhr am Strand aufgepasst. Von um 9 Uhr abends bis um 6 in der Nacht war ein Nasser und Rauschmeißer gemacht. Und da hatte ich wieder eine Phase in meinem Leben, da ging mir so gut, so unermesslich gut, dass ich mir gesagt habe, warum studieren? Aber die Keilereien an den Türen, die waren dann, das dauert, du wirst ja auch mal älter, du musst ja auch mal was Vernünftiges machen. Und dann bin ich froh, dass ich mein Studium zu Ende gemacht habe. Wir hatten damals, Sie können sich erinnern, an der Ostsee keine Boote, meine Damen und Herren. Jeder Rettungsunfall, also jeder Ertrinkungsunfall, ich habe 53 Lebensrettungen und 35 Bergungen. Bergung heißt Menschen aus dem Wasser geholt, wo die Lebensrettung erfolglos war, aber wir mussten ja dann bearbeiten. Wir hatten keine Boote, wir ist nicht wie heute, wo der Deutsche Lebensrettungsgesellschaft oder wo die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Boote hat und rausfährt. Wir mussten alles erschwimmen, das war schon eine abenteuerliche Geschichte. Aber meine Damen, wir sahen blendend aus, gut durchtrainiert, braun gebrannt und alles, was, worüber man heute... Das wollte ich jetzt hören. Wo man so eine, das wollte ich hören. Jetzt erzähle ich das, Uwe, wo man in einer großen Runde nicht drüber redet, das hat alles damals schon stattgefunden. Gut, ich wollte es nur sagen, weil wir haben hier eine Triathletin, die kann natürlich richtig gut schwimmen. Ja, vielleicht verabredet ihr euch ja mal und sie kontrolliert mal, rein sportlich aber das gesehen, wäre für mich und sie nicht kontrolliert der Grund, mal, ob du noch stiltechnisch so das drauf wäre bist. Für mich nicht der Grund, mich mit ihr zu verabreden. Ja, das habe ich jetzt gesagt. Der Mann sitzt hier, du. Ja. Wir notieren uns hier, den... Hier meldet sich einer. Wie bitte? Da meldet sich einer. Das ist jetzt eine Ausnahme, meine Damen und Herren, sonst wären wir gar nicht mehr fertig. Ganz kurz, Herr Distel, erklären Sie mir nochmal, ich habe das hier lernen können, obwohl ich es auf die Zeit bekommen habe, und die Frage der Kuhschwindel, Gottlos, im Kuhstall, hier an der Leinwand praktisch erklären Sie mir mal den Griff durch die Achten Sie mal, auf meine Hand. Hier oben müssen Sie die Striche, die einfachen Leute sagen Zitzen, wir sagen Striche, die Fachleute. Hier oben müssen Sie den richtigen Ring bilden und dann mit den Fingern so einfach melken. Bis der Unterarm abfällt. Danke. Danke, also Sie sehen auch diese Frage, meine Damen und Herren, in der Pause und nach der Veranstaltung können Sie bitte auch Fragen an die Saalgäste stellen, aber wir wollen einigermaßen pünktlich bei solchen Granaten, die ich hier heute auf der Bühne habe, ist das schwierig. Wir wollen einigermaßen pünktlich doch irgendwie durchkommen und bei dir muss ich mir so auf bestimmte Dinge sowieso konzentrieren. Lieber Peter, du hast dann eine Doktorarbeit geschrieben in deiner Juristerei, die hatte einen lustigen Titel. Vielleicht sagst du uns die nochmal, was hast du da drin eigentlich geschrieben? Die war nicht lustig. Nee? Ich habe promoviert in Leipzig an der Sektion Rechtswissenschaft zu bodenrechtlichen Fragen, zum genossenschaftlichen Eigentum. Ich weiß nicht, ob da was Lustiges bei war. Nein. Ich habe Summa cum laude gekriegt. Also nicht zum Lachen. Ich meine, der Titel heißt, wenn ich das richtig abgeschrieben habe in deinem Buch, das Genossenschaftswesen in der sozialistischen Landwirtschaft. Ja, was ist denn da lustig? Ist das richtig? Ja. Nee, also das kann nicht der Titel gewesen sein. Gut. Ich weiß genau, dass da bodenrechtliche Fragen, und zwar die Zuordnung der Genossenschaften, VEGs, zu den Bodenflächen, die sie bearbeitet haben. Aber du musst jetzt wirklich nicht damit rechnen, dass es dir geht, wie Frau von der Leyen gerade gestern. Also, meine sehr geehrten Damen, wenn Sie die Welt um sich herum beobachten, werden Sie feststellen, dass die Ostdeutschen alle ordentlich promoviert sind und dass die Einzigen... Meine Damen und Herren, Angela Merkel hat in der Physik promoviert. Ich lege beide Hände ins Feuer und Sie können Ihre auch mit reinhalten, dass die nicht an einer einzigen Stelle irgendwo was abgeschrieben hat. Die hat ordnungsgemäß die Klassiker zitiert, es ist alles die Parteitage, alles. Aber das ist nicht vorwerfbar, meine Damen und Herren. Sie hat angegeben, wen sie zitiert hat. Und das kann man hinten reinschreiben in einer wissenschaftlichen Arbeit. Und die anderen haben das eben nicht gemacht. Diese vielen Pappnasen im Westen, die jetzt zittern, dass sie ihre akademischen... Und für eine Doktorarbeit ganze 68 Seiten, wie wir jetzt erfahren. Und dann waren noch viele abgeschrieben. Ja, da musste ich für eine Diplomarbeit als Diplomsportlehrer an der DFK, die du gut kennst, ein bisschen mehr schreiben und mehr als auch selber arbeiten. Gut, Peter, du hast eine unwahrscheinlich
interessante Vita, einen unwahrscheinlich interessanten Lebenslauf. Was viele nicht wissen, ist, dass du eigentlich die Wende tatsächlich innerhalb der DDR, ich erkläre jetzt immer vielen westdeutschen jüngeren Leuten, dass die Wende nicht die Wiedervereinigung war, sondern es gab erst eine Wende innerhalb der DDR, ne, und dann gab es irgendwann die Wiedervereinigung. Und das ist ja das, wo du dich richtig engagiert hast, wo du in die Geschichte eingegangen bist. Aber du hast ja schon 1988 eigentlich, und zwar in der Thomaskirche in Leipzig, die Wende, kann man das sagen, eingeleitet oder begonnen einzuleiten, ohne dass ihr wusstet, dass das so wird? Also, meine Damen und Herren, das ist eine sehr, jetzt brauche ich aber ein paar Minuten, ja. Natürlich habe ich 1988 mit den Gleichgesinnten in der Leipziger Thomaskirche einen politischen Gesprächskreis gegründet, um einfach unter Gleichgesinnten, sagen wir mal, politische Vorstellungen zu diskutieren. Heute würden manche sagen, die besonders eifrig, besonders klug sind, wir haben die Wende eingeleitet. Das Ergebnis ist dann vielleicht mal so gewesen, aber wir haben mit einem tausendjährigen Reich gerechnet, meine Damen und Herren. Niemand konnte 88 sagen, dass die Wende kommt. Und wer das sagt, ist ein Lügner und Schwindler, das sind alles Spinner. Das DDR-Volk, meine Damen und Herren, hat 1989 mit außerordentlicher Courage und nur das DDR-Volk, nur die Frauen und Männer, nicht Frau Boley, Herr Gauck, Frau Lengsfeld, sondern die sogenannten Widerstandskämpfer? Nein, die überhaupt nicht, sondern einfach 17 Millionen Menschen haben gesagt, wir wollen so nicht weiterleben und haben mit großer Zivilcourage vom Osten her die Mauer eingetreten. Natürlich gab es, meine Damen und Herren, natürlich gab es begünstigende Bedingungen, die Vergreisung unseres Politbüros. Erinnern Sie sich an die alten Greise, die Hälfte habe ich anwaltlich vertreten. Eine weitere günstige Bedingung war, dass mit Gorbatschow und der völligen Paralyse der politischen Verhältnisse in der UdSSR keine Aggressivität uns gegenüber zu erwarten war. Es gab viele Punkte, aber das Ausschlaggebende ist, nicht dass Helmut Kohl oder Gorbatschow oder Genscher oder irgendeiner, die Ostdeutschen haben vom Osten her die Mauer eingetreten. Und jetzt erzählen viele, ja, die 2+4 Gespräche, die Franzosen, die Amerikaner, wer hätte denn die wieder aufbauen wollen, meine Damen und Herren? Dieses Ergebnis haben wir gemacht. Und deswegen bin ich auch so stolz und lass mir das auch nicht nehmen, Uwe. Das waren nicht nur diejenigen, die in der Kirche waren, Müller, Meyer, Schulze, Distel, sondern das waren auch die Soldaten, die Polizisten, die ich später geführt habe, die einfach nicht schießen wollten, meine Damen und Herren. Ich habe die Montagsdemonstrationen alle mitorganisiert, ich war dabei und ich habe das gesehen. Auch die Polizisten, die ich später als Innenminister und Vizekanzler geführt habe, wollten nicht schießen. Die wollten genauso Frieden, die wollten genauso und anders. Das Wunder ist ja eingetreten, es ist kein Schuss gefallen. Das Wunder ist eingetreten und meine Damen und Herren, es ist an Schönheit und an Warmherzigkeit ist dieser Prozess, hat es nie wieder gegeben. Es ist die einzige erfolgreiche Wiedervereinigung eines einheitlichen Vaterlandes, in dem nicht ein einziger Schuss abgegeben wurde. Jetzt streiten wir über die Europäische Union, wird das so. Wissen Sie, ich wünsche der europäischen Einheit so viel Glück und so viel Herzenswärme, wie wir sie 1989, 90 hatten, dann wäre sie auch erfolgreich. Aber sie ist eine Kopfgeburt und wird eine Kopfgeburt bleiben. Peter, besser kann das kaum jemand sagen. Das ist auch das, was ich bei dir schon im ersten Gespräch bewundert habe. Und ich konnte gleich weiterblättern, weil ich hatte so ein paar Stichpunkte schon. Aber braucht man bei dir alles nicht. Trotzdem quäle ich dich jetzt noch mal ein bisschen mit den Ereignissen. Grüner Donnerstag, 18. März 1990. Diese historische, kann man hoffentlich sagen, hoffentlich korrigierst du mich nicht wieder, Volkskammerwahl, wo die SPD... haben viele vergessen, ganze 21,9% erkriegt. Das war aber nicht Gründonnerstag, das war der 18. März 1990, 90? Die erste freie Wahl. Ja. Da haben wir mit der Allianz für Deutschland 45%. De Maizière ist zusammengebrochen, meine Damen und Herren. Der hat damals die ostdeutsche CDU geleitet. Der dachte, Mensch, Peter, ich kann das doch gar nicht. Ich sage, Lothar, ich kann es auch nicht, aber einer muss es doch machen. Und dann, und dann war er auf einmal Ministerpräsident, ich war Innenminister. Und dann haben wir uns umgeguckt. Naja, du Lothar, die anderen sind noch dümmer als wir. Aber meine Damen und Herren, die waren überhaupt nicht dumm. Das war das klügste Kabinett, das ich habe nie in meinem Leben so viel hochintelligente... Ist die Technik noch bei uns? Kabinett kommt gleich? Idealisierte Menschen gesehen, die Regine Hildebrand. Ich habe fantastische Kollegen gehabt, die war bei uns Arbeitsministerin. Günter Krause kann man
vernachlässigt. Da hast du die Kameraden und da sitzen sie alle, ja. Ebeling, der Wirtschaftsminister, kam ja aus der Region, aus Forst. Der war ein bisschen einfacher. Nun ist er aber im Himmel. aber das war ein bisschen einfacher. Ein herzensguter Mensch, der schon lange... Pohl hieß der. Und Lothar, also viele FDP-Leute, ein paar Sozis und auch ein paar Pastoren, aber die waren auch friedlich, meine Damen und Herren. Meckel und Emil Schnell von der SPD, also es waren schon, ich muss mal sagen, Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten konnte und die auch wussten, das waren keine Berufspolitiker. Die wussten, das ist nur vorübergehende Zeit, wir schaffen die Voraussetzungen für die deutsche Einheit und dann gehen wir in unsere Berufe oder in die Arbeitslosigkeit oder sonst wohin. Genau, also genau wie es bei dir war, wussten oder sind die meisten in diese Ämter gegangen mit dem Wissen, dass sie das nur temporär machen werden. Ja, der Genosse Kohl, der hatte mit mir andere Vorstellungen. Der Genosse Kohl, ja. Herrlich. Helmut Kohl ist mein Förderer gewesen, meine Damen und Herren. Ich hab mich mit ihm sehr gut verstanden und ich habe mit ihm unendlich viel regeln dürfen. Ist übrigens ein Mann, der über die Medien viel negativer und viel unpersönlicher dargestellt wurde, als er wirklich ist. Es ist ein Mann mit sehr viel Herz, mit sehr viel Kraft und unheimlicher, sehr verdienstvoller Mann. Der wollte, dass ich nach Bonn gehe. Ich habe gesagt, Dr. Kohl, ich gehe nicht nach Bonn. Doch, du musst doch hier das und das und jenes. Er hat mich immer geduzt, ich habe ihn gesiezt. Lange Rede, kurz, ich habe gesagt, Herr Dr. Kohl, ich leide unter Heimweh. Da haben alle gelacht, meine Damen und Herren. Und das hat er auch in seinen Memoiren geschrieben. Der Distel hätte die intelligenteste Idee, Ausrede gehabt. Ich sage, Herr Dr. Kohl, das war keine Ausrede. Ich leide unter Heimweh. Habe ich ihm erklärt, dass man so einen Ostdeutschen nicht so leicht verpflanzen kann. Gucken Sie mal, die ganzen Ostdeutschen, die damals nach Bonn gegangen sind, ob die Krause hießen, ob die Ortleb, die ganzen Bundesländer. Günthi Krause. Ja, die sind alle eingegangen wie die Primeltöpfe. Nur Angela Merkel hat es überstanden. Ist die Einzige. Ist übrigens die Einzige und deswegen bin ich froh, dass Sie mich heute eingeladen haben. Ja, aber dann bekamst du diese schwere, aber auch spektakuläre Aufgabe. Peter, du wurdest Innenminister und damit Chef von 160.000 circa Volkspolizisten. Und letzter Chef der Stasi, und das waren, glaube ich, rund 200.000 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter. Und da ist ja die Frage, du musstest ja eigentlich wissen, was ist damals mit den wirklich brisanten Akten, also nennen wir mal die Abteilung KVA von Markus Wörth, was ist mit denen damals 90 oder davor tatsächlich passiert? Also erstmal wissen Sie ja vielleicht, dass ich immer eine andere Auffassung hatte zum Umgang mit den Stasi-Akten. Ich war immer der Auffassung, dass das, was in den Stasi-Akten steht, außerhalb der Zustimmung der einzelnen Menschen gemacht wurde. Also keiner von ihnen wusste, was im Augenblick in der Kreisdienststelle, in der Bezirksverwaltung über sie selber aufgeschrieben wurde. Deswegen war ich immer dagegen und als ich mir dann angesehen habe, was in den Akten steht und was an den Akten 1990 noch vorhanden war, Uwe, um deine Frage zu beantworten, die Hauptverwaltung Aufklärung, also die Bereiche, die fürs Ausland tätig waren. Markus Wolf. Die Markus-Wolf-Truppe, die auch für die BRD tätig waren, die für die bundesdeutschen Politiker tätig waren, die ihr Vaterland verraten haben an die DDR, an die Russen und so weiter. Diese Akten sind schon im Sommer 1989 separiert worden, zum Teil an befreundete Geheimdienste übertragen worden, vernichtet worden und so weiter. Die Unterlagen der Abwehr, aber verkauft? Oder? Nee, in Sicherheit gebracht worden. Also die haben schon gemerkt, das wackelt im Gebälk, in es Sicherheit tut sich was. Im Sommer 89. Das wo? Heißt, die Hauptverwaltung Aufklärung, die Staatssicherheit hat an befreundete Geheimdienste, an die Ungarn, an die Rumänen, an die Russen vor allen Dingen, mikroverfilmte Unterlagen weitergegeben. Und damit waren die brisanten Arbeitsergebnisse der Staatssicherheit weg, nicht mehr in die Hände der Behörden, die wirklich brisant. Und das Gleiche geschah auch mit den Unterlagen, meine Damen und Herren, die im Inland von Bedeutung waren. Also der Clé de Friseur und der Pfarrer, der besoffen mal Auto gefahren ist, die Unterlagen waren da. Aber von dem Superintendenten oder von dem Bischof die Unterlagen oder von den geheimdienstlich Wichtigen, die wurden vernichtet, ausgelagert und die waren für die Unterlagenbehörde nicht verfügbar. Und deswegen bin ich zu der Auffassung gekommen, meine Damen und Herren, übrigens auch Kohl und auch alle anderen Juristen, die damals diesen Prozess mitgeprägt haben, wenn nicht über alle Unterlagen da sind, wenn die Unterlagen subjektiv in der frühen Phase der DDR, also in der Zeit der Wiedervereinigung,
wenn da so viel vernichtet worden ist und wenn vor allen Dingen das Brisante vernichtet worden ist, dann kann man ja die Menschen danach gar nicht bewerten. Das meinen Sie, wie viele dümmliche Köpfe ich sehe, die geahnt haben, die wussten, dass ihre Unterlagen vernichtet sind, die heute frech grinsen, weil sie einen Führungsoffizier hatten, der hat ihnen gesagt, du, ich habe deine Unterlagen verbrannt, die sind weg, du kannst in die Politik gehen. Und die sind dann auch in die Politik die gegangen und waren die schlimmsten Schweine. Und du hast in dem, ja bitte, meine Damen und Herren, immer spontan Ihre Zustimmung oder auch nicht. Du hast in dem Zusammenhang, weil von dir ist es ja authentisch und wenn du das erzählst, dann sind auch die ganzen Verschwörungstheorien oder was irgendwelche Leute, die denken, die wissen darüber was erzählen, von dir wissen wir es, authentischer können wir es nicht kriegen. Aber du hast in dem Zusammenhang in deinem ganz neuen Buch, meine Damen und Herren, was wir hier so ganz nebenbei natürlich dabei haben. Da kommen wir aber noch drauf, was Peter-Michael Diestel und Oskar Lafontaine herausgegeben haben. Das ist ja auch besonders interessant bei dir. Darf dich zitieren? Hast du gesagt, 25 Jahre deutsche Einheit sollten auch Anlass sein, bundesdeutsche Politiker, Unternehmer und Journalisten aufzufordern, ihre Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR zuzugeben, Decknamen zu benennen und sich für ihren Verrat zu entschuldigen. Ja, natürlich. Was meinen Sie, ich habe in dem anderen Buch, aus dem Leben eines Taugenichts, meine Damen und Herren, 10 Decknamen hochkarätiger bundesdeutscher Politiker genannt. Ich würde nie die direkten Namen nennen. Ich bin kein Verräter, würde ich nie machen. Aber jeder Geheimdienst weiß was, jeder Politiker weiß, wer sich hinter dem Namen IM-Kardinal verbirgt. Oder Tulpe, alle wissen das. Warum wird der Kleine heute immer noch die kleine Figur, die sich irgendwo bewirbt, in Cottbus oder wo... Wobei sie da die Konfession, glaube ich, verwechselt haben bei IM-Kardinal nicht. Aber ist ja unwichtig. Ja, aber wir wissen es. Es gibt eben sehr viele, meine Damen und Herren, aus dem Altbundesgebiet, Politiker, Journalisten, die ich da aufgezählt habe, die ihr Vaterland gegen Geld verraten haben, die einfach für Antiquitäten, für Geld, für Privilegien, auch für den Ostdeutschen Orden einfach Dinge getan haben, die man heute als Hochverrat, als Landesverrat. Und wenn das die Behörden wissen, warum geht man nicht gegen die vor? Warum offenbart man das nicht? Und warum schafft man eine so umfangreiche Behörde, um diese kleine sinnlose Denunziation, die in allen Diktaturen vorhanden ist, zu betreiben? Also ich möchte ganz einfach, dass die DDR nicht auf die Stasi-Problematik reduziert wird. Wir haben zweifelsfrei in einer Diktatur gelebt, aber wir haben auf keiner Müllhalde gelebt und wir haben nicht hinter Stacheldraht gelebt. Wieder klare Kante, Peter. Vielen Dank und in dem Zusammenhang nur noch der letzte Satz. Es gibt ja Demonstrationen in Dresden, wo man ein IM-Vornamen Gertrud oder sonst irgendwas hochhält und damit Frau Merkel meint, das stimmt eben nicht. Also ich kann nur eins sagen, man muss ja nur mal nachrechnen, Frau Merkel ist eine junge Frau, ist eine ehrliche und kluge Frau. Frau Merkel ist so, ich habe viele, viele Meinungsverschiedenheiten mit ihrer heutigen Politik. Die Russlandpolitik halte ich für verheerend, die Flüchtlingspolitik halte ich aus Sicherheitspolitik für verheerend. Ja. Aber Frau Merkel ist ein Ehrenmensch. Wenn sie nicht eine Frau wäre, würde ich sagen, ein Edelmann. Die hat nie mit der Stasi gekommen. Edelmännin. Ja, den Begriff gibt es nicht. Eine Edelfrau, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also ich kann nur eins sagen, das ist unangenehme und auch menschenverachtende Hetze, wer so etwas über sie sagt. Das ist einfach unfair. Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, dass du da bist, weil du es wirklich sagen kannst. Ja. Und dann muss man bestimmten Plakaten da auch nicht Glauben schenken. Aber ich quäle dich jetzt trotzdem nochmal. Deine kurze, aber so intensive Berufspolitiker-Karriere, da hast du ja von Anfang an gesagt, dass du das nicht weitermachen möchtest. Und es gibt hier wunderschöne Zitate von dir in deinen Büchern, wo du auch zu Leuten in deiner Partei, CDU, sagst, du siehst dort durchschnittliche, dümmliche Gesichter. Naja, manchmal rutschen mir auch die Worte aus. Aber Uwe, es steht drin. Ja. Ich habe so viele Menschen in meiner Partei kennengelernt, mit denen ich abends nie Skat spielen würde. Deswegen habe ich mir gesagt, du musst da nicht hingehen, am Wochenende auch noch. Und deswegen bin ich gerne Rechtsanwalt, Salon, Anarchist, ein freundlicher Mensch, der keine Bomben schmeißt und der abends. Und du kannst sagen, was du denkst, und das ist das Beste. So ist es. So ist es. Und damit tust du aber den linken Politikern, da habe ich wieder ein Zitat rausgefischt, eigentlich einen Gefallen, denn Dr. Wötzel, ein bekannter Mann der Linken im
Raum Leipzig. Der hat gesagt, meine Damen und Herren, es ist ein Glück für uns, also für die Linken, dass ihm seine Partei nie zuhört und ihn deshalb nicht versteht. Aber du bist immer noch CDU-Mitglied. Bleibe ich auch. Und das bleibst du auch. Ja, ja. Alles klar. Da sind wir bei dem aktuellen Zustand der Partei. Das ist ja ganz heiß. Wir sitzen heute zwei Tage vor sogenannten wichtigen Wahlen. Ich glaube gar nicht, dass sie wichtig sind. Wie siehst du die anstehenden Wahlen, die Rolle der CDU jetzt? Frau Merkel hat die meisten Fans in anderen Parteien. Ganz kurzes Statement von dir dazu. Also ich glaube schon, dass wir am Sonntag, meine Damen und Herren, ein verändertes Deutschland feststellen. Ich bin mir sicher, dass die beiden großen bürgerlichen Parteien, die aufgeben, bürgerlich zu sein heißt auch tolerant zu sein. Und ich glaube, dass wir in einer sehr schwierigen Phase leben. Alles das, was nicht SPD und CDU ist, wird verteufelt. FDP wird nicht mehr wahrgenommen. Eine völlig unbedeutende und mir unsympathische Partei wird verboten. Das ist demokratisch, meine Damen und Herren, höchst kompliziert und abzulehnen. Wenn die NPD verboten wird, die für mich eine ganz schräge, nicht wählbare Partei ist, dann müssen Sie auch wissen, was passiert. Die tausenden hauptamtlichen EMs, die diese Partei bis jetzt durchsetzt haben, gehen in die anderen Parteien, vor allen Dingen in die AfD. Und dann wird die nächste Partei einem Verbotsbegehren ausgesetzt sein. Das ist eine furchtbar undemokratische Entwicklung und vor der habe ich Angst. Wenn in unserem Land, meine Damen und Herren, vor allen Dingen im Osten Deutschlands zwischen 15 und 20, 22% der Menschen AfD wählen, ich bin in der CDU, ich sehe das mit einer Träne im Auge. Da muss man sich darüber Gedanken machen. Dann müssen wir wieder Politik gestalten, wo die Menschen zuhören. Dann müssen wir wieder auf die Straße gehen und den Menschen erklären, hört mal zu, wir sind nicht doof und vollgefressen und satt, sondern wir sind Menschen, die für euch Interessen in den Parlamenten wahrnehmen. Und das tun wir im Augenblick nicht. Politik muss verständlich an die Menschen rangebracht werden, weil das Volk ist intelligent und die Politiker sind es nicht. Das Volk hat Fragen und die Politiker können die Fragen nicht beantworten. Und das ist das Verhältnis, in dem wir gerade stehen. Und da sind wir bei dem Thema Wahlbeteiligung. Ja, natürlich. Ja, ja, bloß diese Entwicklung hat es auch schon eine ganze Zeit gegeben. Also, was Sie eingangs sagten zur deutschen Einheit, wer die Mauer eingetreten hat. Und jetzt nähern sich die Stimmen. Wir sind das Volk, also mir kommt da der Galle hoch, mir hemmen sich die Fußnägel dabei, weil das wird ja schon lange, lange, lange beobachtet, dass es das gibt. Und hinter diesen Jungs stehen nämlich eine ganze Menge von Demagogen, die natürlich. Nach meinem Gefühl also wirklich auch nicht ganz blöd sind und es schaffen tatsächlich solche Erdbewegungen innerhalb auch der Bevölkerung hervorzurufen. Wenn wir in der Politik Köpfe hätten, denen man zuhört, dann hätten die Demagogen überhaupt kein Spielfeld. Ja, das ist, ja. Ja. Und das ist, glaube ich, die vordringlichste Aufgabe. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen, dass es nicht sein kann, dass jetzt bei den Kommunalwahlen in Frankfurt-Main, ich habe mir das mal aufgeschrieben, da sind 62,7% der Wahlberechtigten gar nicht hingegangen. Mhm. Und in Brandenburg, das haben wir ja schon mit Michael Schirak hier diskutiert, sind im September 14 bei unseren doch recht wichtigen Landtagswahlen 54% nicht hingegangen. Und das ist genau das Problem, denke ich. Ja, so ist es. Ja. Wenn ich an diesen Namen, der eben gefallen ist, den Herrn Schirak, ich kenne den nicht, aber das ist ja wohl ein lobenswerter Arzt. Der hat mal meine Partei hier im Land Brandenburg geführt. Und der wollte Arzt bleiben. Warum wollte der Arzt bleiben? Na, weil er die Gespenster gesehen hat, mit denen er sich sonst beschäftigen müsste. Der hat ein ganz normales, ich kenne den Herrn nicht, meine Damen und Herren, aber der hat ein ganz normales, anständiges Fluchtverhalten gezeigt und wollte wieder dahin zurück. Gut, Peter. Klare Ansage, das kommt ungefähr. Du hast es super zusammengefasst, du kannst es ja auf YouTube angucken. Er hat hier sehr emotionell über diese Zeit und die Gründe ein Jahr danach gesprochen. Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, ich kann es nachvollziehen, warum er das gemacht hat. Kommt hin. Trotzdem gibt es so Erscheinungen. Ich wollte ja eigentlich mit dir noch ganz viele Namen durchgehen. Das machen wir dann mit einem deiner besten Freunde, Gregor Gysi, beim nächsten Mal hier. Aber wir haben eine Politikerin, die für mich, nach der ich dich einfach mal fragen wollte. Ich weiß nicht, was die für einen Auftrag hat. Ich habe sie mal die Betroffenheitsbeauftragte des Deutschen Bundestages genannt. Die Frau Roth, die ja als die Betroffenheitsbeauftragte, oder haben Sie die schon mal anders? Ja. Was sollen die Menschen
Und dann die Wörter noch, Political Correctness, das geißeln wir hier sowieso nicht, da darfst du jetzt nicht mehr Flüchtling sagen, weil das Ling macht die Leute klein, was machen wir dann mit Liebling, können wir auch streichen. Das sind jetzt Flüchtende oder Geflüchtete, also eigentlich muss man immer ein Wörterbuch dabei haben. Was sollen die Menschen mit einer Claudia Roth anfangen? Also Uwe, zu einer Frau sage ich nichts Negatives. Also, aber zieh die Frage zurück. Es muss ja irgendeinen geben, der sie gewählt hat. Sie sitzt ja, meine Damen und Herren, im Deutschen Bundestag und einer muss sie gewählt haben. Also deswegen muss auch, sie ist eine Frau und sie hat das Recht, so zu sein, wie sie ist und sei es, wie es sei. Aber diese politische Korrektness, das kotzt mich so an. Diese Gutmenschen. Wissen Sie, Gutmensch ist als Unwort, das finde ich ein wunderschönes Wort. Ja, kannst du den definieren? Jetzt sage ich zu einem, Sie Gutmensch, ich meine den daneben. Früher hätte ich Arschloch gesagt, heute sage ich Gutmensch. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Ne? Das ist, glaube ich, das Gutmensch. Gutmensch. Ich hatte es jetzt gar nicht auf dem Zettel, aber das ist das für mich ist Unwort das des Jahres geworden, glaube ich. Ich finde, dass das Volk ist immer klug. Das Volk, meine Damen und Herren, hat eine Weisheit. Das ist die höchste Weisheit übrigens. Und wenn das Volk in so einer Phase ist wie jetzt, wo es nicht weiß, was es machen soll und wo von oben leider auch von, ich will nicht das Wort lügen, das ist alles so falsch, aber die Qualität der Journalisten. Du hast heute zwei, drei vorgestellt. Oh, wir haben hier die nur gute Journalisten. Ja, die kenne ich ja alle. Wirklich gute, die kenne ich schon, teilweise ein Leben lang. Ja, die kenne ich auch, die haben das studiert, die sind dabei, die schreiben, richtig, die haben studiert, Diplom gemacht, das sind Akademiker. Aber sind guck hier? Dir doch mal an, wer heute die Leitartikel in den einschlägigen Zeitungen schreibt, das sind alles das trifft Schnelldurchläufer. Das sind Schnelldurchläufer. Und das ist eben kein Journalismus mehr, wie wir ihn kennen, wie er uns mal auch gut getan hat vor langer Zeit. Ja. Die Zeitungen sind Mantelzeitungen, sicherlich gilt das bei der Lausitzer Rundschau nicht. Das heißt, die Leute in ganzen Regionen müssen die gleiche Scheiße lesen und keiner schreibt mehr originäre Artikel. Die Meinungsvielfalt wird eingegrenzt und eingeschränkt. Es tut mir leid, es tut weh, die Zeitung heute zu lesen. Peter, wir könnten mit dir, das war ja schon klar, wir könnten den ganzen Abend füllen, wobei das an dir, nicht an mir liegt. Aber das Honorar musst du überdenken. Eins noch, das ziehen wir gerade. Essen habe ich ja noch offen. Ja. Es gibt, ich habe das mal formuliert, weil ich dich lange kenne und weil ich das Glück hatte, auch dabei zu sein, da gibt es wirklich, meine Damen und Herren, das ist jetzt kein Scherz, keinen anderen, den ich kenne oder den, wenn Sie einen können, sagen Sie es mir, ich habe das mal PMD, Alleinstellungsmerkmal, genannt. Ich kenne keinen Menschen, der Persönlichkeiten der unterschiedlichsten, das ist meine Formulierung jetzt, politischen Lager, unterschiedlichster Herkunft, zusammenbringt, teilweise sogar zu Freunden macht. Und ich nenne jetzt mal ein paar Namen, weil wir können die gar nicht alle. Bei dir trifft sich Egon Bahr mit Egon Krenz. Habe ich erlebt. Du kannst Stefan Heim noch deinen Freund nennen. Über Kohl hast du gesprochen und auch mit Putin. Und die Anekdote, die wollen wir für unser Publikum noch bringen. Du hast Putin kennengelernt als ganz jungen Mann bei den Verhandlungen 1990. Also, meine Damen und Herren, diese Freunde, die du angesprochen hast, das ist der eigentliche Reichtum. Das ist das Glück, das ich haben durfte, abends beim guten Whisky mit Stefan Heim zu quatschen, mit Hermlin, mit Kant, mit Kohl, mit den CSU-Leuten, mit den Politikern. Das ist etwas, was mich reich gemacht hat, was mir keiner wegnehmen kann. Das sind Erinnerungen und ich würde mich diebisch freuen, wenn da ein bisschen was in meinem Auftreten, vielleicht sogar in meinem Reden, was hängen geblieben ist. Also das ist etwas, Uwe, was ich genieße. Die Vielfalt hört da auf, wo der rechte Rand der CDU anfängt. Solche Leute habe ich nicht, aber ich bin sehr froh, meine Damen und Herren, mit Gysi, mit Vize hier, dem berühmten Kommunisten aus Potsdam oder Lothar Bisky und Michael Schumann in der Sauna sitzen und Spaniens Himmel singen. Herr Künstler, ich bin Spaniens Himmel? Spaniens Himmel singt er in der Sauna. Ja. Und wir kennen ja nur, ich kenne ja nur wenige Lieder. Und bei Spaniens Himmel, da kenne ich wenigstens zwei Strophen, das ist das Schöne. Und die Kommunisten kennen alle. Also das ist eine Freude. Du hattest aber dann bitte auch die Moorsoldaten. Ja, das auch, aber auch nur die erste Strophe und dann die Heimat hat sich schön gemacht. Ja. Das. Aber die Mehrheit kennt die Lieder noch, aber du bist jetzt mir aber der Frage nach Putin ausgewichen. Putin, ja. Ich habe 1990, meine Damen und Herren, die Aufgabe gehabt, die russische Seite
regelmäßig zu kontaktieren und da eine Vertrauensbasis aufzubauen. Sie müssen wissen, der KGB war in meiner Amtszeit, das MFS war in Auflösung, ich war der Rechtsnachfolger von Erich Mielke und der KGB, der russische Auslandsgeheimdienst, hatte bei uns etwa 50.000 Menschen stationiert auf dem Gebiet der DDR. Da gab es einen sehr hochintelligenten Residenten, das war ein russischer Generaloberst, mit dem ich wöchentlich einmal zusammengekommen bin. Und diese Beratungen waren letztendlich die Vorbereitungen über den Abzug der russischen Truppen. Das war ja, und das war von Helmut Kohl das Allerwichtigste, was er mit anfänglich geregelt haben wollte. Und es ist ja auch dann in den ersten Jahren nach der deutschen Einheit fantastisch über die Bühne gegangen. Und in diesen Besprechungen, meistens in einem Separé bei mir im Innenministerium, hat mir dann dieser russische Generaloberst mal gesagt, wir haben immer über Sport und Wodka trinken und wenn wir genug Wodka getrunken haben, auch mal ein bisschen über Frauen geredet, sagte er mir... Das Thema wollte ich heute eigentlich nicht bringen. Wollen wir auch nicht? Ja. Hatte er mir erzählt, er hat einen Dolmetscher, einen Pierre Wodschik, der ist viel stärker als ich. So, und dann habe ich gesagt, kann gar nicht sein. Und dann brachte er irgendwann mal einen mit. Man sieht ja, es sind auch ein paar Sportler hier vielleicht in der Runde, man sieht, wenn ein Ringer oder ein Judoka auf ihn zukommt. Und der Putin läuft schon so. Naja, jawohl, der ist stärker. Aber ob er nur wirklich stärker war, weiß ich nicht. Aber ihr habt es nicht sympathischer ausprobiert? Mensch. Und ich muss sagen, meine Damen und Herren, für den Russen ist die deutsche Sprache sehr, sehr schwierig. Und jemand, der so gut Deutsch spricht, der muss vor Intelligenz stinken. Das war mein Eindruck aus einer einmaligen Besprechung. Unsympathisch war er auf gar keinen Fall, aber diese Perfektion, wie er Deutsch gesprochen hat, spricht natürlich sehr für seinen Verstand. Also Putin ein Mann mit Verstand? Zweifelsfrei. Das darf man auch sagen. Man kann sich auch erinnern an die Rede, die er im Deutschen Bundestag auf Deutsch gehalten hat. Das war eine der besten Reden, die überhaupt in diesem Haus... Kriegen manche Bundestagsabgeordnete nicht hin mit ihrem schlechten Deutsch? Ja. Da gibt es so bestimmte Parteien, die haben ja bestimmte deutsche Wörter, schneiden die ab. Also das Wort eine oder einer oder so, was ich meine. Ja, da gibt es noch ne und ne und so weiter. Gut, vielleicht lernen wir es denen noch. Das Thema Womanizer, Peter, wollten wir heute nicht mehr klären, aber du bist wieder in festen Händen. Ich bin eigentlich immer in festen Händen. Immer in festen Händen, gut. Das ist eine distische Antwort. Ja, meine Damen und Herren, unser Pianist ist da. Wir haben überzogen, wir gehen in die Pause. Peter, vielen Dank, jetzt machen wir uns frisch. Vielen Dank, Herr Georgi. Am Klavier, meine Damen und Herren, Herr Georgi, das erste Mal dabei.
Wir wollen die Sitzordnung ändern, ja? Ja, ein bisschen näher zusammen. Ja, ja, komm hier rüber. Hatten wir ja besprochen. Nee, du gehst da rein. Nein, da lasse ich. Das ist. So werden Lücken geschlossen. Ja, das hat was mit da Kamera und so zu tun. Und das. Aber kriegen wir alles hin. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle wieder gekommen sind. Ich glaube, es ist doch niemand gegangen. Die sind, glaube ich, bloß rauchen gegangen. Ja, ich hatte welche in Verdacht, die sich angezogen haben, dass sie uns in der Pause verlassen. Da muss ich mich jetzt mal gedanklich schon entschuldigen. Aber jetzt hören Sie mich erst alle wieder. Ja, okay. Dein Bierchen hast du geholt. Jetzt kommen wir wirklich zu einem etwas vielleicht doch entspannteren, gemütlichen, schönen. Wir kommen auf jeden Fall zu schönen geistigen Dingen und zu schönen Frauen. Ja? Und deswegen, der Urs muss gar nicht böse sein. Oder wir müssen dem Urs nicht böse sein. Wir haben trotzdem eine sehr, sehr schöne Runde. Und es ist ja schön, wenn er so erfolgreich ist, Günther. Und deswegen geht es jetzt weiter mit dem Erzeuger, mit Günther Rechen, meine Damen und Herren. Sie sehen ihn überall. Gibt es jemanden, der Günther Rechen nicht kennt im Saal? Würde ich mir jetzt auch nicht melden. Aber ich glaube schon, Günther. Und deswegen bist du auch hier, dass du einer der, man muss ja da bei den Künstlern sehr vorsichtig sein, renommiertesten, routiniertesten, ausdrucksstärksten. Nee, also das routiniert schon mal nicht, alles klar. Immer auf die Fresse bei mir, gar kein Problem. Ich muss ja auch mal eingedampft werden, Peter, ne? Das machst du ja auch immer mit mir. Günther, zur Sache. Ich will einfach anknüpfen auch an Urs, über den wir uns ja so freuen. War die Entwicklung von Urs aus eurer Sicht voraussehbar? Du hast es, glaube ich, mal ein bisschen als Durchbruch bezeichnet. Oder wie siehst du die letzten Jahre oder auch jetzt Wochen? Ach du meine Güte, das von ihm. Eigentlich, nee. Also eine Entwicklung, jetzt sagen wir eine folgerichtige Entwicklung im Nachhinein zu betrachten, ist was anderes als eine Entwicklung zu planen. Sowas, was mit Urs geschehen ist, also eben auch gerade im Hinblick auf gerade diese Beteiligung an dem Film und demzufolge also auch Silberne Palme, Kritikerpreis, Golden Globe und nun schlussendlich auch den Oscar, das kann man von vornherein nicht planen und ich muss sagen, ich bin da selber derartig überrascht, dass so ein Ereignis so unmittelbar in der Nähe einschlägt, einem so auf die Füße fällt, ja. Damit bin ich am Anfang gar nicht klargekommen. Glücklicherweise, viele haben gemeint, wir sind also auch in L.A., aber wir waren zu dem Zeitpunkt in der Türkei und haben das aber die ganze Nacht durch, diese Zeremonie mit dem bekifften Entertainer oder bekoksten, wie auch immer natürlich. Ich meine, der hat recht gehabt damit, was er gemeint hat, dass also kein Schwarzer drin ist. Das ist ja richtig, aber das ging ja wie ein Running Gag durch die ganze Geschichte. Ah, ja. Und er war also derartig übertürt und hysterisch, dass ich schon meine, der hatte eine ordentliche Ladung geschnupft. Ja. So, anyway. Ist auch egal, anyway, aber das hat mich im Grunde genommen nur gelangweilt, aber so ging es die ganze Nacht und schließlich kurz vor 6 in der Türkei kam dann, wir sind da auch, also ich bin glücklicherweise 10 Minuten vorher wieder wach geworden, dann der Hinweis, dass jetzt der beste fremdsprachige Film, da hatte ich Beate schon angestoßen, pass auf, jetzt kommt's, ja. Und dann ertönte ein doppelter spitzer Schrei in dem Hotel. Wir sind nächsten Morgen gefragt worden, was war denn da los bei euch? So. Und das war's dann. Ja, das also Winner ist. Und ihr habt ja noch so ein bisschen länger geschlafen, wie ich gemerkt habe. Wir haben dann sofort uns hingelegt und dann weiter geschlafen. Aber ja, es war trotz allem, es war beglückend, aber zum Realisieren war das dann auch nicht. Erstmal nur auf, nur war aufgenommen die ganze Geschichte und dann nächsten Tag wurde es natürlich dann auch thematisiert. Aber letztendlich. Also dann haben wir uns auch dann in der getroffen. Türkei, kann man das so sagen? Ja, sicher. Happy in der Türkei.
Und wir freuen uns und am stolzesten können wir ja sein, dass wir das rechtzeitig und langfristig geplant haben, euch beide mal hier zu haben. Brechen im Doppelpack. Künstlerfamilie, hatte ich schon gesagt. Günther, wir kennen uns ja auch schon sehr lange, wobei das ja immer kein Verdienst ist, alt zu werden. Was viele vielleicht nicht wissen, du bist in einer Stadt geboren, die hieß damals Litzmannstadt. Ja, ja. Das war die Bezeichnung der Nazis damals. In so einem Perlaser-Name. Damals das Terrain Wartegau und sowas alles okkupiert hatten und ursprünglich war das Wutsch und das heißt doch heute noch Wutsch. Ja, so. Und ich bin also auch von DDR-Volkspolizisten angezählt worden, weil ich in meinem Personalausweis das Wutsch stehen hatte, also Lodge geschrieben, ja, Theo, ja, wir fahren und so. Ja, Wutsch, ja. Und das hieße doch damals, ich sage nicht, damit will ich nichts zu tun haben. So. Und das hat er dann Zähneknirschen dann angenommen, weil ich ihm gesagt habe, es war ein Nazi-General. Und das hat dann wenigstens gereicht. Und seitdem bin ich auch immer noch der Auffassung, es ist aber so. Aber was viele eben nicht wissen, dass ihr jetzt nicht hier aus der Region kommt, sondern ursprünglich sogar aus dem Baltikum, ja, Reval. Ja. Ja, mein Urgroßvater ist noch estnischer Leibeigener gewesen unter dem russischen Zaren. 1860 ist da die Leibeigenschaft aufgehoben worden. Und er hat seine Kinder, alle, die er so hatte, in deutsche Erziehung gegeben. Weil die Deutschen bildeten da sowohl über die Hanse als auch über die Kreuzritter vorher schon da ein bisschen die Oberschicht. Und er wollte, dass die eben Chancen haben. Ja. Und mein Vater, also der Sohn vom Sohn dieses Leibeigenen, war einer von fünf Söhnen und ja. Und das ganze Geschehen in Richtung Westen im Prinzip war ja tatsächlich ja, mit Flucht Hitler, verbunden. Oder Ribbentrop-Stalin-Pakt, ja. Deutschen Heim ins Reich erstmal. So lange war das ja also wirklich eine deutsche Veranstaltung, dass sie die alle da weghaben wollten, weil da schon die Verteilung und ethnischen Säuberungen schon vorgesehen waren. Ja, und dann kam durch die Kriegsereignisse, sind dann die Russen also auch nach Polen weiter vorgedrungen und genau, dann ging die Flucht los. Was jetzt historisch nochmal interessant ist, vielleicht wissen es nicht viele, ihr seid also durch den Hitler-Stalin-Pakt, der ja eigentlich erst nach dem Krieg bekannt wurde, musstet ihr raus aus dem Baltikum schon? Nee, das war vorher bekannt. Die Deutschen sollten heim ins Reich, das war die ganze Geschichte. Da gab es dann diese Aktion? Ja? Ja, natürlich. Das war wann? Das muss so 40 rum, 41, also 40, noch 41. Vor dem Überfall auf die Sowjetunion? Ja, noch? Ja, ja. Okay. Ja, da waren die ja noch ziemlich verbrüdert, ja. Josef und Adolf. Ja, die hatten sich auch mal irgendwann verstanden, in Anführungsstrichen. Und dann nochmal praktisch die richtige Flucht von Wutsch nach Sachsen-Anhalt. Ja, genau. Dann hat mein Vater damals erst für die Amis gedolmetscht, weil die ja in Sachsen-Anhalt saßen und dann mit diesem, damals wurde spaßeshalber gesagt, Kuhhandeln um Berlin, um Teile in Sachsen-Anhalt und Berlin. Dann sind die Russen nachgezogen und dann, als die Russen da waren, hat mein Vater dann auch für die Russen weitergedolmetscht. Dein Vater sprach ja mehrere Sprachen. Ach, Sprachgenie, der war Anglist, Germanist und hatte natürlich Latein und Altgriechisch, alles solche Dinge, alle im Kopf. Und Estnisch natürlich als seine Muttersprache dann noch. Estnisch, eine ganz schwierige Sprache. Ja, ich war mal da. Nee, das ist also für mich auch ein Buch. Und das Interessante dabei ist ja, dass meine Eltern damals, immer wenn die was Geheimes zu bereden hatten, haben die angefangen, Estnisch zu reden und da war für mich sowieso der Ofen aus und das wollte ich dann auch nie wissen, ja, was die da reden. Und da ist mein Sprachtalent ein bisschen gebremst worden, ja, durch einfach so eine pädagogische Fehlleistung. Da gibst du mir das Stichwort Sprachtalent ist gebremst worden, aber dein künstlerisches Talent in Form der sogenannten bildenden Künste ist ja entwickelt, ist gefördert worden zu DDR-Zeiten, aber bevor du dann auf die, ich nenne das mal Elite-Hochschule, da kannst du mir nachher gerne nochmal richtig widersprechen, kommen, hast du auch deinen Wehrdienst absolviert? Ja. Bei der, wie wir das früher nannten, BEPO, Peter? Moment, ich stand in meinem Wehrpass Wehrersatzdienst.
Und ich war bei der Bereitschaftspolizei gemustert worden, wahrscheinlich aufgrund irgendwelcher Rückenleiden, Atmungsbeschwerden oder wie auch immer, was ich da vorgespielt habe. Dadurch konnte ich am Ort bleiben, nämlich in Halle, und das war sehr, ja, sagen wir mal, für mich eine sehr kulante Lösung. Du hast mir eine nette Geschichte erzählt, dass dir deine künstlerische Begabung da im Wehrdienst geholfen hat, Stichwort irgendwelche, du musstest ständig irgendwelche Propagandamaterialien musstest du machen. Ja, natürlich, ja? Transparente schreiben und dann wollten sie immer großformatige Bilder in ihren Schulungsräumen haben und da ist eine Wand frei, da muss sie jetzt was drauf malen und so. Das hat mir die Zeit sehr verkürzt, muss ich sagen. Ich fand es so lustig, dass du also mit den künstlerischen Möglichkeiten dann auch ein bisschen mehr so um den Driller oder sowas. Also künstlerisch war das mit Sicherheit nicht, aber ich meine, eine gewisse Geschicklichkeit hatte ich damals schon entwickelt. Und dann da ging das schon. Dann nochmal, damit alle ein bisschen deinen Werdegang auch nochmal hören, die klassische Hochschule auf der Burg Giebichenstein, das hieß, glaube ich, korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, Hochschule für industrielle Formgestaltung. Ja, so hieß es damals. Es begann ziemlich früh, das muss man sich vorstellen, also vor der Nazi-Zeit war das sozusagen das Schwesternunternehmen von Bauhaus. Erst Weimar und dann Dessau, erst Dessau und dann Weimar. Und weil die gleichen Professoren hatten damals in Halle gelehrt, als auch in Dessau und dann eben auch in Weimar. Naja, und da war es erst aber noch gar keine Hochschule, es war einfach eine handwerkliche Bildungseinrichtung für höhere Töchter gewesen, so war es gedacht. Mhm. Ja. Und aber das hat sich so herauskristallisiert, dass das also wirklich, wurde es eine Schule für Werkkunst. Also dass die Kunsthandwerke wie Gürtlerei, Emailkunst, Schmuck, Buchbinderei, Druckerei, was immer man wollte, eben auch Malerei und Gobelinwerkerei, alle diese Dinge gab es da. Und ähnlich wie eigentlich auch beim Bauhaus. Und dieser Bauhausgedanke war auch der tragende Gedanke an der Hochschule Burg Giebichenstein. Und da hattest du einen ganz berühmten Professor oder wie sagt man, Lehrer, über den du mir schon viel erzählt hast? Ja, Willi Sitte. Zu dem wollte ich, ich wollte zu dem, weil ich nachgerade keinen getroffen habe, der ihn für meine Begriffe so gut zeichnen konnte, dass den Wunsch hatte, also es in gewisser Weise ihm nachtun zu können. Also das wollte ich lernen, wie man, egal auch wie, aber so toll zeichnen kann. Naja, ist mir gelungen da. Und was würdest du heute mit dem Rückblick eines erfahrenen Künstlers, ein sehr erfolgreiches Künstler, sagen, was hat Willi Sitte dir mitgegeben? Es war neben dem Lothar Zitzmann einer meiner wichtigsten Lehrer gewesen in meinem ganzen Leben. Und ich habe bis zu seinem Tod eigentlich immer ein recht gutes und auch zum Teil auch je später es wurde, umso herzlicheres Verhältnis gekriegt. War nicht immer so, aber zwischendurch. War ein extrem sympathischer Mensch, kann man nicht anders sagen. Du hast ihn auch kennengelernt, ja? Ich habe für ihn gearbeitet, er hat für mich gemalt. Und ich muss sagen, einfach zeichnen konnte er wie ein Weltmeister. Wenn es eine Weltmeisterschaft im Zeichnen gegeben hätte, und mich hat so stark beeindruckt, das weiß der Rechen besser als ich, der hat zu einer Zeit, als alle hier noch Hakenkreuze gemalt haben, hat er in Italien bei den Partisanen auf der anderen Seite gearbeitet, gekämpft und immer Angst gehabt. Und ich weiß, dass ich habe den irgendwann 90 kennengelernt, habe ihn mal in irgendeiner Bagatellsache vertreten. Und dann kamen so eine alten Partisanen, meine Damen und Herren, das waren so 80, 90-Jährige, die konnten sich an ihn erinnern und die brachten eine Fahne mit, so wie sie das erzählt haben. Die hat er gestaltet, der hat die Partisanenfahne gemalt. Und die war auch sein Signum drin. Er hat ja immer recht schwierig seine Werke autorisiert. Und in dieser Fahne, und dann haben die uns erzählt, dass er eine Wand gestaltet hat. Und weil sie wussten, er wird mal ein berühmter Künstler, haben die in der Zeit des Faschismus diese Wand verputzt, aber so verputzt, dass man den Putz wieder abbringen konnte. Und dann haben sie ihn eingeladen nach Italien und dann ist dann diese Wand in seinem Beisein irgendwann 1998 oder 1997 geweiht worden.
Und in der Zeit haben wir uns überlegt, meine Damen und Herren, Sitte, früher hat man gesagt, in der ganzen Dummheit lieber vom Leben gezeichnet als von Sitte gemalt. Aber das stimmt nicht, meine Damen und Herren. Für mich sind seine Bilder absolut das Schönste, diese kraftvollen Menschen. Und dann habe ich mir gesagt, das muss erhalten bleiben, Herr Rechen, Ihr Lehrer und Ihr Gönner, das muss erhalten bleiben. Und dann habe ich mit einem Banker aus Merseburg, den Oberbürgermeister von Merseburg und ich, dann habe ich denen gesagt, Jungs, wir müssen diesen Mann an Merseburg festbinden. Und dann haben wir eine wunderschöne Stiftung gegründet und Sie müssen mal nach Merseburg in diesen Dom fahren. Also es ist wirklich, wenn man sich diese Bilder von Sitte anguckt, diese Vorurteile, die wir alle haben, ja, Kommunistenmaler und dies und das und jenes, ist alles Quatsch, ist alles Blödsinn. Toller Mensch, trinkfest, immer die richtigen Witze. Wirklich, wirklich, also ein Mann, Herr Rechen, der mich auch an die Malerei rangebracht hat. Ich kann nicht malen, aber ich habe wie eine Elster das Gefühl, was gut ist und was nicht gut ist, und das kaufe ich. Und hat mir viel klar. Dieser Geschichte gerade mit der Stiftung in Merseburg ist ja einiges vorausgegangen. Mit der Wende ist dem Willi Sitte Folgendes passiert. Im Germanischen Museum, ne? Das kam dann auch noch. Ja. Aber weder in Halle, wo er doch die Arbeiterklasse so verehrt hat, hat dann keiner ein Stück Brot von dem nehmen wollen. Und deswegen ist die ganze Geschichte, konnte eigentlich nur in Merseburg stattfinden, weil das zwar im Dunstkreis von Halle war. Und deswegen hat Willi auch wahrscheinlich nur zugesagt. Und Merseburg und Buna hatten da miteinander zu tun. Deswegen auch. Und dann die ganze Geschichte, die Zusage erst im Germanischen Museum, die Ausstellung hat dann nachher in Landsberg am Lech stattgefunden. In der Ausstellung bin ich gewesen, die war absolut abgespeckt, ganz wenig. Der hat sich aber maßlos gefreut, als ich dann da war und ihn zur Vernissage eigentlich dann auch, der wusste gar nicht, dass, wie kommst du denn her? Ja, so. Und dann, Sie haben völlig recht, dann kam der Oberbürgermeister von Halle, meine Damen und Herren, ein kluger Bildungsbürger aus dem Westen, wie das überall so war. Und der hat mitgekriegt, dass die Sitte-Stiftung in Merseburg ist die Nachbarstadt von Halle, da sagt Distel, können Sie das nicht korrigieren, der gehört doch zu uns. Der wollte das, der Oberbürgermeister. Der hat dann begriffen, dass Willi Sitte, ich sage mal, im Grunde deutsches Kulturgut ist. Meine Damen und Herren, ich bin 50 geworden irgendwann. Vor kurzem. Und da war Willi Sitte da. Und dann muss ich Ihnen die Geschichte erzählen, ich weiß nicht, ob ich die in dem Buch geschrieben habe. Dann hat der Dr. Kohl zu mir gesagt, Distel, bring mich mal, du kennst doch den Sitte, bring mich mal mit dem Kommunisten Sitte zusammen. Und dann habe ich die Bilder, doch, das glaube ich in dem einen Buch mit drin, was hier verkauft wird. Und dann hat der Kohl zu mir gesagt, ob ich den Sitte nicht überzeugen könnte, dass er das Kanzlerbild malt. Sie wissen ja, dass jeder deutsche Kanzler im Bundeskanzleramt verewigt ist. Und dann hat Willi gesagt, du Peter, ich muss doch absagen, ich habe den Honecker nicht gemalt, ich habe Stalin nicht gemalt und ich male den auch nicht. Ich sage, Willi, das ist falsch, das ist scheiße, weil das ist, können Sie sich vorstellen, der kommunistische Malerfürst malt den Kanzler der Deutschen Einheit, das wäre Deutsche Einheit vergegenständlicht in einem Gemälde geworden. Und Willi kann porträtieren, fantastisch, aber er hat es nicht gemacht. Also ob er gekniffen hat, weiß ich nicht, das würde ich mir nicht trauen zu sagen, aber es wäre schön, wenn er es gemacht hätte. Das Bild hat dann übrigens Albrecht Gese gemalt, ein Meisterschüler von Bernhard Heisig, auch ganz gut geworden. Aber. Also Sie sehen, die Gäste einladen, habe ich gar keinen Stress mehr. Ja, das kann ich alles hier. Aber der Rechner hat einen tollen Meister, meine. Tollen. Macht weiter. Nee, ich mache nicht weiter. Nein, das ist doch wunderbar. Wir wussten das ja nicht. Nee, ich halte nach wie vor Sitte hoch in Ehren. Für euch so eine Verbindung ist, ja? Absolut. Also hochinteressant. Auch menschlich so gerade. Also, was der für die DDR-Künstler gemacht hat, was der für die Kunst in der DDR ist, unvorstellbar. Ich kenne natürlich die Protokolle und auch diese, ich habe ja Egon Krenz auch in der Mandantschaft, meine Damen und Herren. Ich will nicht viel erzählen, aber nur ganz kurz. Und Egon hat immer gesagt, Peter, der war so stur, der war so penetrant, der wusste, ihm konnten sie nicht, weil er schon berühmt war. Und dann hat er durchgesagt, der Maler durfte reisen, der durfte reisen, der durfte. Und von 5 Malern, die reisen durften, sind natürlich 2 nicht wiedergekommen. Und deswegen ist ja die ganze deutsche Kunst, die ganze Kunst in dieser Welt, der Rechen ist hier geblieben. Aus Kameradschaft, sonst wäre er der Baselitz oder der Penck oder der Gerhard Richter dieser Zeit. Ja. Willi Sitte verbindet euch. Absolut. Wenn ich in der Chronologie versuche zu bleiben, als Chronist hier quasi, hat dich also doch sehr geprägt und dann gab es für dich
Günther, eigentlich so, wenn man von oben drauf schaut oder nicht so tiefgründig, eine klassische Maler-Künstlerkarriere in der DDR, wo ihr auch gefördert wurdet eigentlich. Das ganze System in der DDR war natürlich sowas von für die Künstler eine absolute Hängematte. Es gab da den Kulturfunk der DDR und da ist eigentlich jeder, der im Verband jedenfalls war, verbandbildender Künstler, hat Arbeit gekriegt. Genau. Ja, es musste keine Hunger. Du hast das mit Hängematte besser beschrieben. Ja. Und es gab sicher aus was über diesen Kulturfonds gelaufen ist, Ankäufe sowohl als auch Aufträge, die dann auf bestimmte diese sogenannten gesellschaftlichen ich weiß nicht, heute würde man sagen, also wie Deutsch-Sowjetische Freundschaft oder DFD oder Kunst am Bau. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Da gab es ein Gesetz dafür, dass also ein bestimmter Prozentsatz der Investitionssumme in Kunst umgesetzt wurde. Genau. Und da gab es ganz blitzgescheite Architekten, die dann mit Farbe da irgendwas gemacht haben und haben gesagt, das Geld geht für uns. Ja. So, da hatten wir unseren kleinen Streit immer mit denen, weil das sollte eben wirklich Kunst und das sollte eben auch wirklich, sagen wir, Plastik vor die Häuser und oder in die Häuser und wie auch immer. Aber da waren die Architekten schon sehr gewitzt, das irgendwie uns da links zu überholen mit so ein bisschen Farbgestaltung. Ja, so. Ja. Okay, jetzt bohren wir da in der DDR-Zeit mal nicht weiter verbandbildender Künstler, das ist schon genannt worden. Damit konnte man auch einiges regeln und für die Kollegen, ja, natürlich, hattest du mir gesagt? Natürlich, ja, klar. Was zum Beispiel? Erstmal, dass sie Lohn und Brot hatten, dass sie Arbeit hatten, ja, dass sie nicht groß rumgemosert hatten, so über so das schlechte Leben. Das war Methode, das ist ja klar. Ja. Aber man konnte natürlich dann auch sehen, dass einige dann plötzlich gleicher waren und öfter mal eine Reise kriegten als andere und das hat dann wieder böses Blut gegeben und da musste man natürlich auch an entsprechenden Türen klopfen, um das wieder abzustellen. Ja. Da konntest du wirklich im positiven Sinne helfen, dein Kollegen, Funktionärstätigkeit eigentlich. So habe ich es gesehen, ja. Gut, aber dann kam auch für dich als Maler, als Künstler, als schon in der DDR relativ bekannter Künstler, ich kenne zum Beispiel, da kommen wir ja jetzt gleich drauf auf deine Werke, deine Gemälde, die in den langen Hallen in der Gängen an der Deutschen Hochschule für Körperkultur hingen, weil du auch Sportler gemalt hast in der Bewegung. Und die Superlative, die ich für dich aus der Fachpresse eigentlich von Kunsthistorikern gehört habe, ich nenne ihn mal nur einige meiner Damen und Herren, Malerfürst, der Hundemaler, der Maler des Welttheaters oder dann gibt es Literaten, die beschreiben dich und deine Werke mit stürmischer Emotionalität, barocke Wucht, feinsinnige, lineare Gespinste, dramatische Pinselschwünge und so weiter und so fort. Ja gut, das ist nicht mein Sprachgebrauch. Ja. Ja, also das habe ich nicht geschrieben. Das habe ich jetzt erwartet, dass du das sagst, aber es zeigt ja, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, lass mal weg, es zeigt ja eine große Hochachtung von Fachleuten deinen Werken gegenüber und du wirst ja als derjenige beschrieben, der eigentlich alle diese Genres malen kann, nicht nur zeichnen, sondern auch malen kann und was dich ganz besonders, was ich jetzt als einer deiner Bewunderer und auch Eigentümer einer Reihe von Werken von dir immer bewundert habe. Ja, ich habe deinen Hund gemalt, ja. Wie bitte? Ich habe deinen Hund gemalt. Unter anderem meinen Hund gemalt, also ich bin da auch drauf, aber der Hund war jetzt wichtiger. Herr Rechen malt auch Auftragswerke, er malt auch Porträts mit Ihnen und Ihren Tieren oder Hunden, wie immer. Aber was mich am meisten begeistert ist, wie kriegt man das hin, dass man Tiere, speziell jetzt Hunde, Pferde, sind dein Motiv. Ich hoffe, wir bekommen einige eingespielt. Vögel in der Bewegung dermaßen authentisch und trotzdem nicht wie eine Fotografie. Haben wir jetzt einige? Ich habe sie hier leider nicht. Fabian, da müssen wir uns rumdrehen. Ja, doch, es kommt schon. Ja, ne, wir sollten sie eigentlich auch hier sehen, das macht uns die Sache einfacher, aber jetzt haben wir sie nicht.
Jetzt haben wir hier unsere Dobermänner. Was treibt dich zu diesen Motiven und wie kriegt man das hin, dass du diese Bewegung so erfasst? Kannst du das sagen? Ja, das ist... ich bin also erstmal, sind Tiere mir ein ganz vertrautes Metier. In meine frühe Kindheit, da war ich auf dem Dorf zugebracht. Also ich war in Pferdeställen, in Kuhställen, habe selber eigenes Kaninchen gehabt, später eigene Hunde, Katzen, alles sowas hat mich ständig umwieselt. Dann waren, als wir 1950 im Jahr meiner Einschulung nach Halle gezogen sind, von dem Dorf da im Kreis Weißenfels, so mit der ganzen Geschichte, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich also mit dem plebejischen Jungs auf der Straße Fußball spiele, haben die mir eine Jahreskarte von Hallischen Zoo geschenkt. Jedes Jahr habe ich das gekriegt. Und da bin ich immer hingegangen, war begeistert, bin von Käfig zu Käfig gegangen und ich hatte immer ein kleines Skizzenblock mit und habe da schon angefangen zu zeichnen, also weil ich auch früher als Kind schon Tiere gezeichnet. Ja, natürlich. Ja. Und immer eigentlich meine Augen trainiert und damit eben auch das Gedächtnis. Augen trainieren? Ja, natürlich. Ja. Ja, also Sehweisen zu entwickeln, dass man sich bestimmte Bewegungsabläufe merkt, dass man sich aus den Verhaltensweisen der Tiere heraus eine Bewegung erklären kann auch. Später ist mir das klar geworden, worum es eigentlich auch ging. Ja, und dann war mir das dann später an der Hochschule auch beim Aktzeichnen eine sehr große Hilfe, weil ich wusste, wenn man eine Stelze vor die andere setzt, wie dann sich die Gewichte verlagern. Und so war das. Also im Grunde genommen habe ich die Dinge alle abgespeichert hier irgendwo im Hirn und brauche da nicht groß nachzufragen. Aber es ist auch heute noch so, wo ich bin, ich habe immer einen Skizzenblock dabei und bin am Zeichnen, also es vergeht kein Tag, ohne dass ich also auch nur einen Strich verabsäume. Ja, also es wird jeden Tag wird wenigstens gezeichnet und wenn der Mond günstig steht, wird dann eben auch richtig gemalt. Du hast doch wirklich ja diesen inneren Antrieb einfach, das ist ja das, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht und arbeitest ständig. Ja? Ja, ich kann nicht anders, mache ich das eben. Ich kann noch ein bisschen Garten. Ganz besonders gut. Ja. Aber zwei Stationen jetzt von der Vita noch, von deinem Leben her. Zwei Stichworte muss ich bringen, die nämlich auch was mit dem Staatstheater zu tun haben. Du bist auch, ich glaube, zur Wende hier sogenannter Bühnenmaler gewesen. Ja, ist richtig. Das war noch davor. Da hatte ich mich als, sagen wir, Bezirksvorsitzender wahrscheinlich irgendwie politisch vergaloppiert und habe keinen Auftrag mehr gesehen. Wirklich, war alles also abwischt. Das war noch vor der Wende und die einzigen, die mir damals geholfen haben, war die Bauernpartei, die dann später geschlossen in die CDU gegangen ist. So, und die haben mir noch geholfen, da habe ich noch was abgekriegt. Also ich musste da nicht hungern, aber es war... Doch, Harry, ich musste schon sehen, dass ich, also meine Kinder wuchsen daran, immerhin schon. Und Hunde hatte ich damals auch schon immer und die mussten auch ernährt werden und ich musste auch Hundesteuern bezahlen, aber ich hatte keinen Auftrag gesehen. Und da bin ich zum Johannes Störrich gegangen, also dem damaligen Chef dieser ganzen Geschichte. Der damalige Intendant, ja? Ja, und der hat gesagt, ja, ich kann dir einen Job anbieten im Mahlsaal. Ich sage, dann mache ich gerne. Und dadurch habe ich erst mal eine Zeit lang überwintern können und bin... Dann während der Wende, oder während dieser, hört mir mit Jahreszahlen auf, ich weiß nicht so genau, aber 89 bin ich dann nach Bayern. Da war eine Kirchenmalerei und habe dann als Restaurator gearbeitet. Das war ein ganz toller Job. Das habe ich mit großem Vergnügen gemacht, weil ich da das alles, was ich damals an der Hochschule in Halle an Malerei gelernt habe, dort anwenden konnte. Ja, also die ganzen alten Techniken diese und so weiter, das Handwerk, ja. Das richtige Handwerk konnte ich da wieder anwenden und habe das natürlich nochmal so wieder aufsaugen. Das war eine unheimliche Erfrischung eigentlich für das, ja, also was ich eigentlich auch wollte. Ja, hab das ich wollte nur nochmal festhalten, weil ich das natürlich ein bisschen bemerkenswert finde, dass eure ganze Familie eigentlich doch entweder fürs oder beim Staatstheater gearbeitet hat, deine Frau ja langjährig. Ja. Wie wir festgestellt haben, hat Urs hier angefangen und du warst auch mal Bühnenmaler, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gewusst haben. Ich bin immer noch Mitglied des Ensembles. Also ich werde zur Senioren-Weihnachtsfeier immer mit eingeladen. Ja, Günther, und dann bist du eben auch als der Cottbuser Maler bekannt geworden, weil du hattest dann
nach der Wende auch die offizielle Bezeichnung Stadtzeichner, glaube ich. Ja, das war Folgendes. Ich hatte dann so während der Wendezeit, da hat man ja so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt, bin ich auch in Richtung Westen gekommen und im Kloster Arnsburg bei Lich, also Frankfurter Ecke, hatte ich dann eine Ausstellung und konnte da eben auch mit so ein paar Stadtoberen reden und da ist mir klar geworden, dass die westdeutschen Städte hatten alle immer so eine Institution, den Stadtschreiber. Das waren also Literaten oder Dichter, die für eine bestimmte Zeit über ein Stipendium in einer Stadt das wohnen durften und dann schreiben konnten, was sie wollten, ja. Stadtschreiber. Und mit diesem Bild im Kopf oder dieser Vorstellung bin ich zum damaligen Kulturdezernenten hingegangen und habe gesagt, muss das immer ein Schreiber sein, es kann doch auch die bildende Kunst sein. Ja klar, aber die Stadt hat dann natürlich kein Stipendium auszuloben, weil das waren schon immer klamme Kassen hier irgendwie. Und da ging das als ABM-Maßnahme. ABM, über, kennen Sie das, meine Damen und Herren? Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Länger ging es nicht, sonst hätten Sie mich nämlich anstellen müssen für immer und ewig. Und habe ich mich dann wieder selbstständig machen dürfen. So. Und selbstständig hast du dich sehr gut gemacht und viele deiner Bilder hängen überall in der Region. Ich würde jetzt gerne mit dir mal ein paar Bilder kurz besprechen oder was vom Künstler hören, was man immer sagt, was hat der sich dabei gedacht? Jetzt machen wir es einfach so, wie es kommt. Das bist du in einer deiner vielen Selbstporträts, ja? Ja. Und da habe ich dann wieder bei den Kunsthistorikern gelesen, ich erspare mir die Zitate, dass du mit diesen Gesten etwas, was eigentlich innen ist, ausdrücken möchtest. Ist das so? Ja, Oder warst du bloß besoffen? In die Richtung kann es gehen. Nein, ich meine, ich finde das. Es stimmt, das kann durchaus in die Richtung gehen, aber ich meine, man muss sich doch nicht selber schön und vor sich selber knien. Also, wenn man am Selbst. Porträt sitzt vor seiner Staffelei, kniet man nicht vorm Altar. Also ich meine schon, dass man also sich durchaus auch ein kleines bisschen Selbstironie zumuten können muss und dann entsteht das eine oder andere. Das ist ja nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe mich auch mit Fäß und mit Hüten und mit allem Möglichen, was so ist, drapiert und einfach so, um so bestimmte Befindlichkeiten auch rauszukriegen. Man ist dann irgendwo auch sein bestes Modell für, was weiß ich, auch immer. Das soll nicht heißen, dass man, du meine Güte, ich will mich da nicht verherrlichen. Das ist einfach nur, dass ich, aus meinem Spiegelbild eine Idee auf die Leinwand trage. Nichts anderes ist es. Und, deswegen gehen wir jetzt auch von den Porträts, damit du das nicht, das hat mich auch sehr beeindruckt. Es nennt sich, meine Damen und Herren, Formierung des Turmes. Ja, das hängt mit dem Gurli zusammen und eigentlich auch mit Franz Marc, weil der hatte in ganz frühen Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Riesenbild gemalt, das was übrigens die gleichen Abmaße hatte, so 2,20 Meter, also nicht in der Breite, sondern der rechte Teil. Der Turm der blauen Pferde und dieses Bild ist in den Wirren des Zweiten Weltkrieges abhandengekommen. Meine Hoffnung war, als diese Gurlitz-Sammlung plötzlich offenkundig war, dass es unter Umständen da sein könnte. War aber nicht. Und ich hatte aber gedacht, wenn das Bild dort ist, dann machst du jetzt sowas, was so in die Nähe einer Replik kommt, aber so, dass man sieht, warum die Biester sich zum Turm machen, sondern dass es also wirklich so eine Bewegung dahin ist, ja, dass sich was aufbäumt und so mit der kleinen Absicht, also wenn der Herr Gurli das bitte gefälligst annehmen würde, ich hätte das Original dann dem Besitzer zurückgegeben, so im Tausch. Das war so eine Spinnerei, dann war er inzwischen tot und das ganze Projekt ähnlich, aber ich habe hier das Bild deswegen gemalt. Wie groß ist das ganze Bild? Sind zwei Teile, 2,20 Meter hoch und ein bisschen über 4 Meter breit. Und eben wieder eines deiner Lieblingsmotive, Pferde in Bewegung? Alles, was sich bewegt, was sich regt, was irgendwie
zum Himmel schreit oder sich des Lebens freut oder ob es eine Blume ist oder alles, was so, sagen wir, mit Natur und einer wunderschöne Bewegung Stillleben in der, machst du ja? In der, alle, das ist mir ganz wichtig. Das hat mit mir zu tun und ich meine, wenn man da genau, ja, das ist nur wieder haben, eine andere Geschichte, das ist so. Tanz ums goldene Kalb, meine Damen und Herren, also das hat ja auch was mit Zeitgeist zu tun. Ist ein biblisches Thema, eigentlich schon, ja, dass also die Juden ihren, dann auch den Mammon verehren wollten irgendwie und haben ein goldenes Kalb sich hingestellt. Und das habe ich nur versucht, ein kleines bisschen auch in unsere Zeit rüberzunehmen, denn dieses Verlangen, sich dem Gott Mammon unterzuordnen, das ist ja nie erstorben, bis heute nicht. Ja. Und das hat natürlich jetzt auch mit Markt und all diesen Dingen zu tun. Genau. Und ich habe das übrigens gemalt, da gab es die Abwrackprämie noch nicht, das habe ich 2 Jahre vorher gemalt. Will ich nur sagen. Das die war, Frage drängt sich auf. 2 Jahre bevor diese keine Abwrackprämie die war. Ich habe jetzt, gewesen, wie gesagt, bin ich mit nicht. Naja, also wenn man da genauer hinsieht, sieht man auch, dass da ganz bestimmte Automarken gemeint sind und naja, wie auch immer. Aber und diese Herren auf Stelzen, das sind eigentlich diese, die immer alles genau wissen, die sich über alles andere erheben und so. Und ganz rechts unten gibt es so 2 kopulierende Hunde und das heißt, das Leben geht weiter. Meine Damen und Herren vom Künstler. Vom Künstler, ich habe es auch noch nie so gehört, wirklich gut erklärt, ein ganz beeindruckendes Bild, was auch zeigt. Ich mach's nie wieder, ich erkläre kein Bild mehr. Ja, gut. Echt? Ja, gut. Da kann man dann selber dahinter kommen. Richtig. Plus die Augen trauen. Richtig, man muss sich lange genug damit beschäftigen, aber du wolltest damit ja auch zum Ausdruck bringen, wenn ich das nicht ganz falsch interpretiere, dass sich heute zu viel, vor allen Dingen auch für unsere Jugendlichen, ums goldene Kalb, ums Geld, Kohle machen, Autos und so weiter. Und die hört sich immer pathetisch an, die sogenannten wahren Werte uns mehr und mehr verloren gehen und dann vielleicht einige Jugendliche den Halt verlieren, das hatten wir ja auch schon und deswegen ist dieses Bild auch sehr politisch, finde ich, den Halt verlieren und dann, was weiß ich, zum IS abdriften, weil sie dort Kameradschaft und was weiß ich, irgendwelche Regeln finden oder nach rechts außen abdriften. Und deswegen ist dieses Bild, beschreibt auch die aktuelle Situation in dieser Gesellschaft. Ja, man könnte natürlich diese ganze Geschichte auch immer weiter nach heute fortsetzen und da würden immer wieder neue, auch andere Bilder. Aber so viel Kraft habe ich jetzt im Moment nicht, also Riesendinge weiterzumachen. Diese Sache ist ein Stillleben, ganz einfaches Stillleben und zwar beschreibt das eine, gut, jetzt beschreibe ich es doch, also sie trauen sie ihren Augen, das ist eine kleine, ein Tisch mit einem Kruzifix im Hintergrund, wo 2 leere Teller und ein Apfel sozusagen da Verspeisung haben. Das hängt zusammen, ich habe mich sehr viel und intensiv mit Friedrich II. Von Hohenstaufen auseinandergesetzt, der ein Zeitgenosse auch vom Heiligen Franziskus war, von Assisi. Nachdem sich der jetzige Papst benannt hat? Ja, genau, der, ja. Also der also auch diese Vogelpredigt gehalten hat und der also wirklich in die Welt eingeschrieben hat, dass also alle, alles gleiche Kinder Gottes sind. Ja, also die Tiere und alles soweit. Der Friedrich II. Von Hohenstaufen und der Franz von Assisi sind sich nie begegnet, obwohl sie beide irgendwo schon im hohen Mittelalter oder im tiefen Mittelalter eigentlich ausgesprochene Renaissance-Menschen waren. In ihrer ganzen Haltung und so weiter. Das finde ich eben, das ist das Spannende daran. Und ich habe da diese fiktive Begegnung, also für beide in Teller und die hätten sich den Apfel geteilt und das wäre es. Das ist ein Bild aus einer Serie von 8 anderen, die da noch dazugehören. Da gibt es einen Magier und alles sowas. Also mit was mit. Hunderte Werke von dir könnten wir besprechen. Ja. Wir haben nur einige herausgegriffen. Lieber Günther, kann man das so zusammenfassen, dass dein Leben, dein Werk, kann man das zusammenfassen, habe ich auch geklaut woanders, danach strebt alles lebenswerte und lebendige gleichsam als malenswert darzustellen.
Ja. Günter Rechen, ja. Meine Damen und Herren. Ja, last but not least, die Perle des Abends zum Schluss. Wir machen jetzt mal einen Wechsel. Sarah, komm. Wir haben heute durch die, was wir noch nie hatten, dass jemand geht, seht ihr, was das dann für Bewegungen nach sich zieht. Ja? Damit wir das alles von der Dramaturgie hier, gibt es auch bei Talkshows. Panterei. Genau, einigermaßen hinkriegen. Ja, Sarah Hässlich, meine Damen und Herren, wir kommen zum Sport. Und da beginne ich mal mit der Frage, ist der Mann, der Mann ist nicht zu sehen, weil er ganz viel filmt. Nico Hässlich ist hier, meine Damen und Herren. Nicht ganz unbekannt. In Radsportkreisen nicht ganz unbekannt und der Familienname sowieso. Aber ich will mal mit einer ganz spaßigen Frage, weil ich dich heute quälen werde mit diesem Unterschied zwischen Triathleten und Radsportlern und so weiter. Hat dein Fahrrad einen Namen und ist es auch getauft worden, Sarah? Nein, also ich habe schon ein besonderes Verhältnis zu meinem Fahrrad. Also Nico sagt immer, ja, das ist Oll, das ist nicht, das könnte viel besser sein. Und für mich ist es aber mein Fahrrad, mein gelbes, das kann auch so bleiben. Und das heißt jetzt nicht nach irgendwelchen Excalibur, habe ich jetzt gehört aus meiner Triathlon-Szene, mit ich der zu tun habe, die nennen ihr Fahrrad Excalibur. Nein. Oder Steppenhund und sowas. Also so weit ist es bei dir noch nicht. Elfi wäre doch schön. Wie bitte? Elfi wäre doch schön vom jo, Fahrrad. Vielleicht so. Gut. Ja, vielleicht, wenn dann mal Neues kommt, dann. Ich fand das nur ganz witzig und dachte, ich habe ja jetzt ja mal eine richtige Triathletin hier. Eine schon, da kommen wir noch drauf, fast professionelle Triathletin. Also würdest du das bestätigen, dass Triathlon im positiven Sinne doch ein bisschen in Richtung Sekte geht? Nein, also Sekte würde ich nicht sagen. Ist schon ein besonderer Kreis, ja, sozusagen. Aber ja, Sekte ist halt eigentlich genau, eine Sekte ist ja immer geschlossen und Triathlon ist eigentlich genau das Gegenteil, genau, wo eigentlich jeder mitmachen kann, jeder willkommen ist, jeder ist da aufgehoben. So. Das habe ich gemerkt. Ich habe als ignoranter ehemaliger und noch Freizeitradsportler mich nämlich mal unter die Triathleten begeben, wie du weißt. Letzten September habe ich sie mal betreut. Ne? Ich kann ja da nicht mitmachen, ich könnte höchstens Fahrrad fahren. Und habe gemerkt, das ist wirklich eine verschworene Gemeinschaft im positiven Sinne. Ich habe das mit sechster Mal überzeichnet, die ich im Radsport so nicht erlebt habe. Der Radsport ist da ein bisschen im negativen Sinne professioneller. Ja, das kann man schon so sagen. Also was wir jetzt als Unterschied immer feststellen, ist halt die Liebe zum Sport an sich. Ja. Also was wir immer sagen, ein Radsportler, der beendet irgendwann seine Karriere und dann war es das. Ja. Und als Triathlet, das bleibt man eigentlich immer. Also ich mache jetzt nicht Triathlon. Ja, die ich meine, sind doch über 60. Ne? Ja, also das bleibt. Und ja, auch zum Material, ich sage es immer gerne, wenn im Triathlon im Wechselgarten mal ein Fahrrad umkippt, dann ist erstmal Stille und alle sagen, oh Gott. Und Fahrrad umgefallen. Bei den Radsportlern ist es halt das Fahrrad, nächstes Jahr kommt ein neues und das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also es gibt diesen Unterschied und da haben die Triathleten auch aus meiner Sicht gar nicht so oder sogar sehr positiv. Sie unterhalten sich auch viel, sie geben sich Ratschläge, Tipps. Kann man sagen, das ist eine Familie? Ja. Also so kann man es schon sagen. Und in dieser Familie, lieber Peter, gibt es solche wunderschönen, sportlichen jungen Frauen und Geschöpfe. Man kann nicht überall sein. Mein ja, du musst doch mal zum Triathlon kommen. Wir müssen ja ein bisschen joken. Nico kennt mich lange genug. Ich kenne Nico seit seiner Geburt, damit wir gleich wissen, wie alt wir sind. Ja, und du kommst aber auch, und das ist das Interessante, aus einer Cottbuser Triathlon-Familie. Ja, also... Jörg Piazena, dein erster und immer noch Trainer? Genau, ja, ist mein Stiefvater gewesen und so bin ich eigentlich auch zum Sport gekommen. Ob das dann eine Sportfamilie ist, ja, ich sage mal, die Kinder, die er trainiert, die werden das sicherlich auch alle so sehen, dass, ja, er ist halt sehr präsent und wenn man mit ihm trainiert, dann ist man einfach so dabei. Ob das lag jetzt nicht daran, dass ich jetzt die Tochter war, sondern halt an der Gruppe, an dem Verein sozusagen. Ist er zufällig hier? Nee, ich glaube, er ist nicht da. Ah ja, ich hätte ihn gerne mal kennengelernt, ich habe schon viel von ihm gehört. Ja. Also bist du doch, deine Mutter ist ja Sportlehrerin, du bist ja also doch auch in den Sport reingeboren, hast aber als Tänzerin mit wie vielen Jahren angefangen? Getanzt habe ich, glaube ich, mit 5 Jahren.
ja, so mit 6, 7 habe ich dann mit dem Triathlon angefangen und da war dann die Tanzkarriere beendet. Du hast mit 6, 7 Jahren schon mit Triathlon angefangen. Jetzt stellen sich das alle als furchtbar harte, schwere Sportart vor, aber es ist wohl gar nicht so, vor allen Dingen in dem Altersbereich. Nein, also für die Kleinen ist es ein super Sport. Bei mir war es einfach nur Spielen, Spaß, 3-mal die Woche die Freunde treffen und die Strecken sind ganz kurz. Also wirklich für die Kinder, das sind 50 Meter Schwimmen, ich glaube 2 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen, so habe ich jetzt nicht festlegen, aber es ist wirklich machbar und es ist für die Kleinen aufregend, Spaß, eine Viertelstunde und dann war es das auch schon wieder. Also meine Damen und Herren, keine Angst vor dem Triathlon, wenn Ihre Kinder oder vielleicht Enkel Triathlon machen wollen in jungen Jahren. Es ist, macht viel Spaß und es gibt gute Trainer und Übungsleiter. Du hast mir da eine Geschichte erzählt, ich kriege das nicht mehr richtig zusammen, eine Badekappen-Nichtschwimmer-Story, die für dich so eine besondere Motivation war oder ein Erlebnis. Was war das nochmal? Ja, das war eigentlich der Ausgangspunkt, dann mit dem Triathlon anzufangen. Ah, ja. Ich war dann so in der Zeit, wo man in der Schule das Schwimmen lernen soll. Ganz normaler Schwimmen, oder? Genau, ganz normal, ohne Sport, einfach dieser normale Schulsport. Und da gab es halt immer diese Nichtschwimmergruppe, die es jetzt auch, glaube ich, immer noch gibt, die dann alle diese Stoffbadekappen überziehen mussten, wo vorne der Name drauf stand, ach, ja, ja, falls man untergeht. Und die geübten Schwimmer, die konnten halt ein bisschen frei schwimmen, brauchten diese Badekappe nicht und das wollte ich unbedingt. Also ich wollte auf keinen Fall diese hässliche Kappe dort auf. Diese Zeichnung im negativen Sinne. Ja. Ja. Diese, die, und da kam halt dann der Jörg und hat gesagt, dann komm nochmal zum Triathlon und dann ging es ohne Kappe. Hochinteressant. Solche Motivationen gibt es auch. Die Lehrer denken, die tun was Gutes für die Nichtschwimmer, dabei bestrafen sie die eigentlich. Ja, das ist für einen Sportlehrer schon interessant. Also vielseitiges, spaßorientiertes Training ist der Anfang. Und dann bist du in unsere, müssen wir wieder nennen, müssen wir loben. Früher hieß es Kinder- und Jugendsportschule, Peter, in die ich auch mal gegangen bin. Die gibt es ja immer noch. In unsere Sportschule gekommen mit der 7. Klasse, aber nicht als Triathletin. Das erklärst du uns nochmal. Ja, Triathlon ist ja immer noch ein bisschen so ein, ja nicht Außenseitersport, das nicht mehr, aber ich sag mal ein spezieller Sport, der jetzt nicht so gefördert ist wie zum Beispiel Leichtathletik. Und aha, das ist schon interessant, das siehst du schon so? Ja. Dass die Leichtathletik mehr gefördert wird als? Ja, da gibt es ja einen richtigen, ich sag mal, es wird langsam, es wird mehr, aber ja. Leichtathletik ist ja schon ein bekannter Sport, was solides. Ja, ich hatte auch mal ein bisschen damit so zu tun, ja. Ja, und deshalb bin ich einfach. Aber nicht so schwer, die meisten Disziplinen. Ja, als Leichtathletin auf die Schule gegangen, weil Triathlon gab es halt einfach nicht. Peter, als was warst du auf der Sportschule? Verrat uns nochmal. 102 Meter Leichtathlet. Genau, ein Sprinter. Ja. Schnellkräftiger Mann, sieht man heute noch. Du hast also als Leichtathletin angefangen und bist dann aber trotzdem in der Sportschule oder während deiner Sportschulzeit schon mehrfache deutsche Jugendmeisterin im Triathlon gemacht. Genau, ich habe vormittags dieses Leichtathletiktraining, die Grundausbildung mitgemacht und am Nachmittag Trainer nennen, Trainerin nennen, ist ganz wichtig. Frau Schiesko war das ja. Frau Schiesko, ja. Ich war Trainer und deswegen, das ist ganz wichtig, wenn dann ein Athlet doch mal auf der Bühne ist oder doch mal im Fernsehen oder solche Erfolge hat, dann will der Trainer genannt werden, der erste Leichtathletik. Ja. Andrea Schiesko. Genau, ja. Das war die Grundausbildung so. Vormittags und nachmittags dann das Triathlon-Training. Und das Triathlon-Training, also vormittag hast du praktisch Leichtathletik bei Frau Schiesko gemacht und Nachmittag dann beim Jörg. Genau. Das ist ein straffes Programm, Schule auch noch. Ja, das war ja noch nicht so viel. Schule hast du so nebenbei gemacht, gut. Was für mich, damit wir mal auf die kritischen Dinge oder was in unserem Sport, Leistungssport im Augenblick auch nicht so in Ordnung ist, besonders interessant war, sind, dass du eigentlich auch unter dirigistischen Festlegungen im Leistungssport in Brandenburg, kann man sagen, etwas gelitten hast oder betroffen wurdest? Ja, also für mich war es jetzt gelitten. Ich weiß nicht, ob das für andere ist, ist sicherlich positiv. Also bei uns war es auch so im Triathlon, dass halt die Heimtrainer, wie jetzt mein kleiner Trainer, die Sportler ausbilden und die, die Talent haben, die kommen dann irgendwann an Leistungsstützpunkt nach Potsdam. Und das ist festgelegt, dass die nach Potsdam müssen? Das war so, ja. Das war so?
ob das jetzt noch so ist, ich glaube nicht, dass es jetzt noch so fest ist. Aber also sogenannter Schwerpunkt-Triathlon in Potsdam. Genau, war damals so. Und von da aus sollte es dann nach Saarbrücken gehen. Aber du hast dasselbe Leiden wie Dr. Peter Michael Diesel, nämlich? Heimweh. Schön. Ja, für mich war das klar. Also ich war ja erstmal familiär mit meinem Trainer verbunden und dann auch mit dem Verein. Und wir hatten eine komplett andere Trainingsart, also die Strategien waren anders, der ganze Aufbau war komplett unterschiedlich und auch die Philosophie dahinter war eine ganz andere und ich wollte das einfach nicht. Also das Programm vom Bundestrainer, das habe ich mitgemacht, weil ich darauf angewiesen war, aber dass ich da jetzt dahinter stand. Früher hieß das Rahmentrainingsplan, so ein schönes Wort zu meiner Zeit. Ja. Genau, das war halt schon immer unterschiedlich zu dem, was ich kannte und ich wollte es halt einfach so weitermachen, wie ich es bisher kannte. Und wie du erfolgreich geworden bist, dann bist du zurückgekehrt. Das war im Jahr 2009 nach Cottbus. Aber es hatte ja sogar Auswirkungen auf Nationalmannschaftsnominierungen, dass du jetzt nicht in Potsdam geblieben bist. Ja, also das ist wirklich so gewesen, ja? Ja, ich wurde dann nicht mehr berücksichtigt. Was man ja auch irgendwo verstehen kann, weil ich ja offen gezeigt habe, ich möchte das nicht so und musste mich dann alleine. Du bist gegen den Strom geschwommen, da hat Peter und auch die mit mehr Lebenserfahrung, wie sagst du immer, Peter, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ja. Und du bist gegen den Strom geschwommen, deswegen bist du auch erfolgreich. Und ich habe das mal jetzt so in deiner Vita, ich habe das dann mal nicht erschrecken, Nico. Dann kam die Ära Häslich. Habe ich mal geschrieben. Und zwar im Dezember 2012. Ja. Was ist da passiert? Ein bisschen vorher schon, aber da haben wir geheiratet dann, ja. Ach nee, da haben wir uns erst kennengelernt. Genau. Sie weiß den Hochzeitstag nicht mehr, Nico. Ja, da irgendwann. Ihr wolltet was sagen jetzt? Wir haben unendlich viele Fragen an dich. Also, los, Mensch, ich. Uwe, mich würde man sagen, was ist. Also dieser Triathlonsport hat ja eine riesenhafte Renaissance in Deutschland. Also Riesenhype, ja. Ja, und wie ist die Grenze für eine Frau? Was sind die, wie viele Kilometer kann eine Frau schwimmen, laufen und rennen in einem Stück? Die werden ja immer länger, diese ja, also was würden Sie sagen, wie viel? Die Grenze ist natürlich, es gibt keine Grenze, das ist ja überall so. Gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wo ich sage, das ist für mich die Grenze, ist die Ironman-Distanz, die ich gemacht habe. Weil ich immer finde, alles, was darüber hinausgeht, ist für mich dann Extremsport und darunter leidet dann, sage ich mal, die Leistung. Also ich denke, wer jetzt einen 50-fachen, 100-fachen, was weiß ich, 20-fachen Ironman macht, könnte auch den Ironman schneller machen. Ist aber meine persönliche Meinung. Also für mich ist diese Strecke die schon, sage ich mal, der Ursprung vom Triathlon war. Also das ist für mich klassische Ironman? Genau. Nennen die Distanzen vielleicht das nochmal? Das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Radfahren und 42,19. 180 Kilometer Einzelzeitfahren. Und danach noch ein Marathon. Über eine kleine Frage noch. Und dann sehe ich immer, wenn die Schwimmerinnen reinspringen, dann machen die alle Freistil. Dann treten die sich auf die Köpfe rum und dann hauen die sich, tut das weh? Ja, tut weh. Ja. Aber das gehört dazu. Ist eben so. Furchtbar. Also so ein hübscher Mensch und dann kommt da einer und haut mit dem Fuß hinten auf den Kopf drauf. Ja, am Anfang geht es da richtig körperlich zur Sache im Wasser. Ah ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, es ist, sag mal, nicht mal böswillig, aber wenn man sich das vorstellt, man steht ja nicht mehr, man möchte einfach los. Einfach. Nee, überleben ist es dann wahrscheinlich, wenn du tief im Wasser. Da geht es ums nicht ertrinken dann am Anfang. Genau. Ja. Also, wir waren ja bei der Ära Häslich, hatte ich mal so genannt. Also, um dich zu erinnern, am 23.12.2013 habt ihr geheiratet. Ja, das ist richtig. Haben wir also jetzt auch noch klargestellt. Aber wirklich entscheidend, vor allen Dingen auch für deine sportliche Laufbahn, ganz entscheidend war die Geburt eurer Tochter, die ja auch an einem ganz besonderen Tag geboren wurde. Ja, am Kindertag. Sag's doch mal. Am Kindertag, am 1.6. Am 1.6.2014, meine Damen und Herren, hat diese junge Frau, dort sitzt der Vater, ihr erstes Kind bekommen. Und dann gab es, du hast das mal, glaube ich, eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, nach der Geburt, eine Entscheidung aus dem Bauch heraus bei dir gegeben.
ja, war eigentlich so. Die war welche? Ja, das zu versuchen, die Langdistanz, die ich gerade genannt habe. Das, also es ging mir überhaupt nicht um irgendeine Zeit, um irgendeine Platzierung, sondern einfach, ob ich das schaffe, ja, oder ob das nicht mehr machbar ist. Denn bis dahin hattest du die klassische Ironman-Distanz noch nicht absolviert. Das ist nämlich ganz wichtig, das nochmal festzustellen. Und dann hast du im Babyjahr, du hast mir mal gesagt, Babyjahr genutzt. Ja. Ja, ich arbeite als Polizistin. In Schichten. Und ja, da ist das einfach nicht machbar gewesen. War mir auch klar, oder ich sag mal, für mich war ja das Größte, oder ist immer noch das Größte meine Tochter. Und die Zeit, die ich habe, da spielt sie schon auch noch eine Rolle. Also sich dann auf eine lange Distanz vorzubereiten mit den Schichten in 40 Stunden ist wirklich sehr schwierig. Und im Babyjahr, sie, am Anfang war sie so klein, hat sie immer 4 Stunden geschlafen, optimal. Im Hänger schläft sie es noch besser und da könnte man fahren, laufen, alles. Naja, das ist schon interessant, weil das sehen ja viele junge Eltern nicht so. Und das führte dann, und das ist für mich das Frappierende, Geburt des Kindes, Babyjahr genutzt, und das führte dann zu diesen wirklich aus Triathlon-Sicht spektakulären Ergebnissen im letzten Jahr. Die erzählst du uns bitte nochmal. Ja, ich habe die erste Langdistanz in Zürich dann gemacht. Zürich einfach, weil ich da als Kind schon mal war. Ich fand das da total schön und toll und wollte unbedingt da auch mal ins Ziel kommen. Bin ich erstmal so rangegangen, schaffen, mal gucken, wie es wird, was es wird und ob es geht. Aber du wusstest schon, dass es ein Qualifikationswettkampf für die Weltmeisterschaft auf Hawaii ist. Also ich wusste es, weil es auf dem Papier stand, aber ja, dass ich das jetzt irgendwie für mich relevant war, das war überhaupt nicht der Fall. Also ich wollte die Strecke schaffen und ja, dann auf der Laufstrecke ganz zum Schluss erst haben dann meine Mama und Nico mir gesagt, ja, du führst, du hast 11 Minuten Vorsprung, lauf mal noch eine Runde. Da hast du erst realisiert, dass du führst? Ja, also ich habe gesehen, ich bin relativ weit vorne, ich habe 2 Profifrauen überholt, die sind 2 Minuten vor uns gestartet, ja. Da habe ich schon gemerkt, okay, du läufst in das Profifeld rein, ist ganz gut heute, ja. Aber es sind auch immer andere gute Frauen da, also es war, ja, selbst als sie mir dann gesagt haben, du führst, war das für mich noch nicht so, du kannst nach Hawaii, ja. Also ich wollte dann gewinnen und habe hin und her gerechnet. Aber das hat dir dann schon nochmal diesen Kick, den man noch braucht, gegeben, ja? Ja. Wobei ich im Ziel habe ich sofort gesagt, ich möchte nicht, ich will das nicht nochmal machen, ich will nicht nach Hawaii. Nee. Wir fahren nicht, ich verschenke den Platz, ich möchte nicht. Also das bedeutete ja Sieg in deiner Altersklasse, dann müssen wir dir auch mal verraten, Altersklasse 25 bis 29, also eine Hochleistungs-Altersklasse. Sieg und nebenbei, erzählst uns, die Platzierung in der, ihr nennt das Elite. Genau, also es ist immer... Profi. Genau, bei den Profis. Da war ich dann 9. Als Polizistin im Freizeitsport eine wahnsinnige Leistung, deswegen wollte ich Sarah auch unbedingt einladen und die Zeit, wer was damit anfangen kann, wo sitzt mein Triathlet, da sitzt er, 9 Stunden 30. Nee, das wäre sehr schön. Nicht richtig? Nee. Wie komme ich zu der Zahl? 10 Stunden 17, hört sich jetzt so schlecht an. Nicht? Anyway, das macht mich menschlich, würde Thomas Gottschalk sagen. Ich bin ja kein Triathlet. Ja, und damit qualifiziert für das ganz große Ding. Genau. Hawaii, das ist dann, wir hatten ja jetzt Oscar und Hollywood. Kann man fast vergleichen, da spielt die Musik Hawaii. Was hat sich da abgespielt? Du hast Hawaii ja auch aus deiner Sicht wie bestritten? Ja, wie schätzt du deine Leistung ein? Ach so, ja, es war nicht so besonders gut, muss ich mal sagen. Ja, das sehen viele anders, aber ja, mal. Es lief, also es wäre einfach mehr drin gewesen. Bei mir ist immer das Laufen die Stärke gewesen. Also ich wusste, wenn ich gut vom Rad komme, dann kann es eigentlich nur besser werden. Und da war es überhaupt nicht so. Ich war auf dem Rad zwischendurch auf Platz 5 und dann bin ich schon losgelaufen und dachte, nein, das ist zu weit. Das also nach nichts. Den 180 Kilometern, und da ist ja auch noch richtig Wind auf den Inseln, ne? Ja. Warst du schon 5. An der Wende zurück zu habe ich, glaube ich, schon 2, 3 Plätze eingebüßt. Aber ja. Ja, und eigentlich ist es halt immer so, dass es beim Laufen dann
gut wird. Das ist ja deine Schokolade. Genau, aber es war diesmal überhaupt nicht so. Also ich, für mich war es, ich bin halt auf Platz 15 zurückgefallen. Man kann auch sagen, Platz 15 ist gut, aber 15. 15. meine Damen und Herren, in Hawaii. Das traut sie sich jetzt, deswegen sage ich es mal, absolute Weltspitze, denn da laufen auch ganz, ganz viele Berufssportlerinnen, da kommen wir dann noch drauf. Du warst also trotzdem nicht zufrieden. Nee. Und wenn man so rangeht, was passiert dann? Wird man noch erfolgreicher. Wird man was? Wenn man so rangeht, habe ich gesagt, dann wird man noch erfolgreicher. Ja, Entscheidung, wir haben jetzt gerade gesagt, du hast dich mit Profis gemessen, du hast Profis geschlagen. Kann man sagen, dass du dich jetzt dass du eine Profilaufbahn anstrebst oder dich dafür schon entschieden hast? Ich versuche das gerade, ja. Ist immer, ja, erstmal muss man es auf der Arbeit abklären, dass ich halt nur noch die Hälfte arbeiten gehen muss. Wie gesagt, mit den 40 Stunden. Dein Vorgesetzter sieht zufällig da, hast du nicht eingeladen? Nein. Nein, es sieht auch ganz gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand sagt, nee, das interessiert uns nicht, das wollen wir nicht. Also wenn es irgendwie machbar ist, dann wird es schon so kommen. Aber die andere Seite ist halt auch immer, dass man jetzt als Triathlet ist man immer für sich selber verantwortlich. Also ich habe jetzt nicht wie Nico, der jetzt einen Vertrag unterschreibt bei dem Team und dann ist das Jahr sicher, sage ich jetzt mal so. Sondern man muss halt immer eigene Sponsoren suchen. Man muss irgendwie sehen, dass man das finanziert kriegt, dass sich jemand für einen interessiert. Das ist die Frage. Es läuft eben ganz anders, gerade im Unterschied zu deinem Mann, der ja dann einen Vertrag bei einer Profimannschaft unterschreibt. Das ist im Triathlon ja nicht so. Vom Triathlon dann zu leben, ist sehr schwierig. Ja, also es geht auf jeden Fall. Ja. Wir haben Profis in Deutschland, die schaffen das, aber man braucht eben Hilfe. Also ganz so ohne Unterstützung wird das nicht, ist es nicht machbar. Also das wären Werbeverträge? Genau. In erster Linie nur Werbeverträge? Genau, ja. Und Material, alles natürlich ganz normal. Ist ja bei den Radsportlern auch so. Sitzen ja einige potenzielle Sponsoren im Saal, deswegen wollte ich das nochmal gesagt haben. Bei Franzi van Almsick fing auch mal alles so an. Da kommt vieles zusammen, was vielleicht auch für Werbeverträge oder so doch ganz nützlich sein könnte. Wie wollt ihr in Zukunft, ganz schwere Frage, Nico, deine Frau muss sie aber jetzt beantworten, wie wollt ihr dann zwei Profikarrieren vereinbaren als Familie? Ja, geht doch eigentlich besser als ohne. Also wir trainieren super viel zusammen. Ja, gut. Ich freue mich, wenn er einen Rennen hat, er ist bei meinen auch dabei. Wird uns eigentlich eine Last abgenommen, wenn ich jetzt nicht noch arbeiten muss. Ihr seid mir ja auch schon über den Weg gefahren unterwegs, also ihr trainiert ja viel Radtrainingseinheiten. Genau. Zusammen. Und wie viele Stunden am Tag, wenn ich fahre dann? Also in der Woche sind es so zwischen 20, 24 Stunden, die ich trainiere. Schwankt halt immer ein bisschen, ob man jetzt gerade was Intensiveres hatte. Also man kann jetzt nicht sagen, jeden Tag die und die Stundenzahl, sondern ist ja über einen Trainingsplan aufgebaut. Triathlon, meine Damen und Herren, und deswegen, ich habe sie genannt, unsere Triathlon-Prinzessin, ist inzwischen eine Sportart, wo Deutschland Weltspitze ist. Also mir fällt da nur Frodeno ein. Aber es gibt ja noch mehr und auch im Damenbereich ist das wohl so. Ja, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind die Deutschen vorne mit dabei und bestimmen das auch. Und ja. Ja, und ich meine, das muss ja oder kann wichtig sein, auch für die Unterstützung, die du als Profisportlerin brauchen wirst. Ja, natürlich. Dass Deutschland eine Triathlon-Nation ist. Ja, doch, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also, ja, weltweit gesehen ist es natürlich immer, es gibt auch noch viele andere, die gut sind, aber gerade in Deutschland ist es eigentlich so, dass das auch mehr Interessenten findet, dass es irgendwie auch mehr Leute anspricht, weil halt auch die Deutschen mit vorne sind, das ist ja normal. Und eine Sache kann ich noch verraten, es gibt unwahrscheinlich viele Reserven, vor allen Dingen im Materialbereich, ne? Also dein Fahrrad ist wohl verbesserungswürdig. Ja,
Wie gesagt, das hat man vorhin schon, ich finde es gut, ich finde es schön, aber Nico sagt immer, du warst oft vorbei, da waren nur drei Mann, die so ein Rad hatten wie du. Und da kann also von den Wahnsinnigen, da gibt es ja jetzt ovale Kettenblätter und dann Aerodynamik und so weiter, da, also auch da gibt es praktisch noch Reserven. Meine Damen und Herren, die schnellste Polizeimeisterin der Welt, habe ich es mal gesagt, da bin ich bei der Abmoderation, vielen Dank, Sarah, die schnellste. Ja, wir bedanken uns bei der schnellsten Polizeimeisterin der Welt, denn vor ihr, wenn sie auf Streife irgendwie von ihr erwischt werden, weglaufen hat keinen Sinn, wegfahren mit dem Fahrrad hat auch keinen Sinn. Vielen Dank nochmal, Sarah Hieslich. Danke. Und viel Erfolg. Mein lieber Günther, der Malerfürst, der trotzdem immer bodenständig geblieben ist, habe ich was Besseres mir nicht eingefallen, kann man das sagen. Vielen Dank, Günther Rechen. Und mein lieber Peter, schön, dass du da warst. Wir bedanken uns beim letzten Chef der Stasi, der sich aber selbst als Romantiker bezeichnet. Das haben wir ja gelesen. Beim Schwimmmeister, wie ich jetzt dazugelernt habe, Dr. Peter Michael Diesel. Ja, dann, das habe ich noch nie gemacht, bedanke ich mich bei Ihnen, bei euch allen, dass ihr so lange ausgehalten habt. Aber ich, wenn dann so zwei Herren hier ins Gespräch kommen und der Talkmaster kann sich da nach hinten lehnen, was Besseres kann mir und kann Ihnen, kann euch ja nicht passieren. Wir bedanken uns bei unseren Werbepartnern, Crystallica VIP Packages und vor allen Dingen neu bei Mercedes-Benz Autohaus Cottbus. Vielen Dank, lieber Hagen. Wir bedanken uns beim Staatstheater natürlich, ohne das hier alles nicht gehen würde, bei meinen Partnern Niederlausitz aktuell und Teaserfilm. Ja, meine Damen und Herren, der Pianist ist inzwischen nach Hause gegangen, macht aber nichts. Macht gar nichts. Wir können ja auch singen oder uns auch unterhalten. Vorschau, viele haben mich schon gefragt. Am 14. April freuen wir uns auf deinen Freund Gregor Gysi. Also, ich habe Angst, aber die meisten freuen sich. Du brauchst keine Angst haben, du musst nicht viel sagen. Das macht er schon. Genau. Und aus dem Grunde machen wir auch, heute hatten wir ja das klassische Format, aber das brauchte ich Ihnen ja nicht mehr erklären, Kultur, Sport, Wirtschaft, Politik. Wir machen mit Gregor Gysi einen Schönen-Talk-Spezial, also eine One-Man-Show. Und dann der letzte Schönen-Talk in dieser Spielzeit am 9.6. Sie merken schon, wir sind auf Donnerstag gegangen. Das hatte zu einigen Irritationen geführt. Aber Donnerstag ist sowohl für viele Leute im Publikum günstiger, aber vor allen Dingen, sage ich mal, kann man sagen, ich habe keine Chance, wirklich prominente Leute am Freitag zu bekommen. Und deswegen sind die Prominenten jetzt Donnerstag da und wir kommen alle Donnerstag hierher. Ja, also Gregor Gysi am 9.6. muss ich Ihnen sagen, Gesine Schwan kommt nicht. Sind wir alle traurig drüber? Nein, wir wollen wieder uns dem Thema Kohle, dem Thema Lausitz 2030, Vattenfall, großes Fragezeichen, hoffentlich bis dahin geklärt, Ostsee und vielleicht schaffen wir sogar noch die Kreisgebietsreform. Also ich will Sie da ein bisschen interessiert machen, ein bisschen neugierig machen. Die Stargäste verraten wir noch nicht. Es wird welche geben, schauen Sie rein. Jetzt freuen wir uns erstmal dann auf unseren Stargast Gregor Gysi. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Vielen Dank und macht euch noch alle einen schönen Abend. Ich schließe zu. Dankeschön.